Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 86 vom 9. Februar 2018. Wie immer mit Ulf Burmeier und Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Wir kehren ja in dieser Woche immer an dieser Stelle die Themen der Woche zusammen. Und in dieser Woche ist es natürlich der Koalitionsvertrag. Aber bevor wir dazu kommen, wie üblich die Begrüßung und ein paar, sagen wir mal, Anmerkungen in eigener Sache. Wir haben zuerst zu danken einer Firma, die nennt sich Player FM und die stellt in erster Linie wohl eine Podcast-App für Android her und da hat uns ein lieber Hörer darauf hingewiesen, dass dort einfach auch der Plus-Feed von Küchenschule Plus oder Lage Plus zu abonnieren war, ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Das war keine böse Absicht, die haben darauf reagiert und diesen Feed wieder rausgenommen. Das ist schön, dass das so funktioniert hat. Genau, das muss man sagen, die haben sehr professionell reagiert, die hatten einfach den Podcast-Standard nicht so richtig umgesetzt. Es gibt da in dem Podcast-Standard quasi so eine Markierung, die man setzen kann in einem Feed, die eigentlich dazu führen sollte, dass dieser Feed nicht in irgendwelchen Verzeichnissen auftaucht. Das hatten die Programmierer irgendwie übersehen oder nicht so ganz verstanden. Das ist auch vielleicht nicht optimal formuliert da in den Apple-Dokumenten. Jedenfalls haben die dann auf unseren Hinweis sehr professionell reagiert, haben alle Feeds aus ihrem Verzeichnis gelöscht und, was ich total nett fand, die entsprechenden Abonnentinnen und Abonnenten auf den kostenlosen Feed quasi umgebucht. Das heißt, die haben die nicht einfach rausgeschmissen aus der Lage, sondern haben die umgebucht. Das heißt also, die Leute, die bei Player FM die Lage Plus abonniert haben, obwohl sie keine Abonnenten sind, hören jetzt immerhin weiterhin die Lage, sind nicht ganz rausgeflogen. Vielen Dank an Player FM, für die professionelle Reaktion. Genau, und wir dachten, wenn ihr in anderen Podcast-Apps halt auch über die Lage Plus stolpert, dass man die umsonst abonnieren kann, wo man noch eigentlich ein Abo abschließen müsste, wenn ihr da einen Hinweis gebt, dann gibt es ein Jahresabo. Aber hallo, und sowieso gilt das so, in der Stichwort Bug Bounty, ne, wenn ihr irgendwie bei uns in der Homepage einen Fehler findet, ob sicherheitsrelevant oder sonst irgendwas, was kaputt ist, freuen wir uns immer, schickt uns einen Hinweis und wir werden uns erkenntlich zeigen. Genau, kurzer Rückblick noch auf die Lage live in Hannover. Ja, wir waren letzten Freitag immer wieder zu einer Live-Show und dieses Mal erstmals nicht in Berlin, Philipp, ne? Stimmt, wir haben bislang immer nur Live-Shows in Berlin gemacht. Wir haben ja so ein bisschen vor, jetzt durchs Land zu ziehen und Hannover war quasi der erste Stop. Nochmal ganz herzlichen Dank an den Heise Verlag und das Team der CT, die das für uns organisiert hatten, freundlicherweise im Kulturzentrum Pavillon. Und war nice, ne? Ja, war super. Hat total Spaß gemacht. Ich habe das ja auch da schon gesagt. Diese Community-Treffen sind super schön und machen echt einen Heidenspaß. Und die nächste steht noch nicht vor der Tür, würde ich sagen, aber steht zumindest fest. Das ist am 8. Juni, 8.6., 20 Uhr und zwar in Leipzig. Ja, unsere erste Lage live in den neuen Bundesländern ist mir aufgefallen. Und wir haben ja noch zwei weitere Termine in Planung, jedenfalls in Westdeutschland, aber eine jetzt eben auch in den neuen Bundesländern. Und wir freuen uns total, nach Leipzig zu fahren, haben da einen sehr, sehr schönen Saal gefunden. Die Tickets sind im Verkauf unter tickets.küchenstut.io, tickets.küchenstut.io, also über unsere ganz normale Ticket-Homepage, könnt ihr euch eins klicken. Wahrscheinlich ist es eine gute Idee, das möglichst schnell zu tun, denn bislang waren die Tickets von der Lage live immer relativ fix ausverkauft. Genau. Und wir haben uns was Nettes noch überlegt. Wir hatten so eine lustige Idee, wie ich finde. Super lustig. Ich finde es lustig. Ich finde es auch lustig. Und zwar ist das Projekt Lage on Ice. Also, weil das Ding ja in Leipzig stattfindet und gerade aus meiner Berliner Perspektive ist es immer wieder überraschend, wie nah Leipzig doch an Berlin liegt und wie schnell man in dieser wirklich schönen Stadt ist. Und deswegen denken wir, dass die Lage live in Leipzig am 8.6. auch durchaus attraktiv sein kann für Menschen, Hörer, Hörerinnen in Berlin. Und wir haben mal geguckt und einen Zug für euch rausgesucht. Das ist der ICE, der um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof am 8.6. abfährt. Der braucht eine Stunde 15 Minuten nach Leipzig. Wenn ihr da jetzt ein Ticket klickt, kostet das 14,90 Euro ohne Bahncard im Sparpreis. Und wenn ihr euch dann noch ein Plätzchen reserviert im Wagen 22 oder im Wagen 23, ja, dann trefft ihr euch alle. Genau, da haben wir uns gedacht. Das ist doch irgendwie ganz geil. Dann hat man das zugleich organisiert, so ein bisschen als Hörerinnen- und Hörertreffen. Wagen 22 ist der ohne Handyempfang, der 23 ist der mit Handyempfang. Also wenn ihr Lust habt, klickt euch mal durch. Die Wagen sind noch quasi leer. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass es auch noch relativ viele Tickets zum Sparpreis gibt für diese 14,90 Euro für den einfachen Weg. Wie gesagt, der ICE 18.30 ab Berlin Hauptbahnhof am 8. Juni. Und hinzu kommt dann noch das Ticket für die Lage live, dass ihr euch klicken könnt. Genau, wir werden da wahrscheinlich nie drin sitzen, weil wir früher da sind. Wir müssen früher da sein. Ja, wir müssen ja aufbauen und so. Ne? Also das müssen wir fairerweise dazu sagen, aber ihr seid dann schon mit anderen Hörerinnen und Hörern zusammen im Zug und vielleicht bringt ihr mir eine Flasche Sekt
Sekt mit, das kann ja ganz lustig werden. Genau. Dann gibt es auch noch Hamburg im Visier, also München gibt es auch schon ein paar, die eine Location suchen, aber Hamburg, Dresden auch. Dresden auch, aber das dauert noch, das dauert wird frühestens noch. Im Winter irgendwas. Wir haben auch eine kleine, sagen wir mal, Spec-Page aufgesetzt, Links findet ihr in den Shownotes, also unsere Anforderungen an so einen Raum für ein Lage-Live-Event. Wie gesagt, Hamburg wäre auch mal nett, wir haben da was, aber das ist ein bisschen klein. Also wenn ihr da was habt, wie gesagt, die Anforderungen findet ihr online. Und zum Schluss vielleicht noch der Hinweis auf eine Verlosung. Wir haben jetzt, Chiara hat da ganze Arbeit geleistet, quasi beim Instagram-Account steuern wir jetzt auf 1500 Abonnenten zu. Chiara hat das irgendwie mehr als verdreifacht oder unter Chiaras Ägide hat sich das mehr als verdreifacht. Und deswegen gibt es da in der Verlosung 2 Jahresabos zu gewinnen, läuft noch bis zum 13.02. Und was ihr dafür tun müsst, das findet ihr auf Instagram Lage der Nation. Genau, aber jetzt erstmal Lage Live Ticket klicken, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns sehr auf unsere Show in Leipzig am 8. Juni. Fangen wir an. Also, Habemus Koalitionsvertrag. So ist es. Habemus, Philipp, für unsere Freunde des Lateinischen. Ich habe ja nur ein kleines Latinum, glaube ich, ne? Oha. Also man sagt das eigentlich von der Papstwahl. Ja. In der katholischen Kirche ist ja vieles nach wie vor, wenn es darauf ankommt, auf Latein. Und da heißt es so schön immer Habemus Papam. Ja, wir haben einen neuen Papst gewählt, dann steigt Rauch auf. Erst steigt der Rauch auf, dann wissen die Leute schon Bescheid. Und dann gibt es eine Ansage vom Balkon. Und deswegen dieses Habemus heißt auf Deutsch einfach, wir haben. Und dieses wir haben, einen GroKo-Vertrag, steht bei uns groß im Pad. Ja, was ist denn der GroKo-Vertrag, Philipp? Ja, na gut, wir haben uns überlegt, wie gehen wir denn jetzt mal um. Ich gucke gerade nochmal, er hat 8371 Zeilen, 177 Seiten. Steht eine Menge drin. Wir haben uns überlegt, wie gehen wir damit um, wie machen wir das? Und da haben wir uns gedacht, also viele Sachen haben wir schon besprochen, als es um die Sondierungsergebnisse ging. Da gibt es viele Sachen, die sich nicht geändert haben. Genau, nur dazu Nachhören, also wer das nochmal nachhören möchte, das ist die Lage von Mitte Januar. Ich blicke gerade nochmal hier ins in meinen Kalender, wann wir das aufgenommen haben. Ich glaube, das ist die vom irgendwie, Moment mal, 14., genau, die Lage vom 14. Januar ist es. Da haben wir ganz ausführlich das Ergebnis der Sondierungsgespräche durchgeguckt. Oh, damn it, das steht jetzt hier nicht. Wahrscheinlich 83, aber ich will es nicht beschwören. Also, und deswegen haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt in erster Linie auf die Schwerpunkte ein und, also wir setzen eigene Schwerpunkte und nehmen halt auch nur Sachen, die wirklich in der Regel konkret geplant sind und irgendwie einigermaßen konkret durchgeplant sind und nicht so eine von diesen vielen windelweichen Ankündigungen, die kommen können oder auch nicht. Genau, denn so auf der Meta-Ebene zieht sich durch die Presse im Grunde zweierlei. Das eine ist, dass ganz viele Journalistinnen und Journalisten in Ahnung gewonnen haben, 177 Seiten sind im Grunde ein Dokument des Misstrauens, ne, weil sich die drei Koalitionsparteien zwar sehr gut kennen, aber eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten haben. Deswegen hat man ganz vieles aufgeschrieben. Auf der anderen Seite kann ich persönlich diesen Eindruck nur so halb teilen, denn mir ist eher aufgefallen, dass ganz, ganz viele Dinge da zwar drinstehen, so wolkig, ja, als Zielvorgaben, man müsste mal und wir wollen, aber die konkreten Schritte dahin, das ist natürlich auch ein bisschen so eine etwas verzerrte Brille, ne, die Brille des Juristen, der immer auf die Details guckt und der natürlich bei einem Vertrag eigentlich andere Anforderungen stellt, an die Präzision, aber ich fand schon, dass das relativ schwammig ist. Aber fangen wir mal an mit den Details, Philipp, du hast dir die Finanzen angeschaut. Ja, naja, Finanzen, also ich fand es halt wichtig zu sagen, weil es auch beim Lesen im Koalitionsvertrag deutlich wird, da wird halt sehr viel Geld ausgegeben, ne? Da wird an vielen Ecken werden Investitionen versprochen und der Eindruck täuscht nicht, ne? Wir haben es auch oft gesagt, es gibt relativ viel Geld, gerade vor allen Dingen im Bund, durch gute Konjunktur und hohe Steuereinnahmen und es ist so, dass für sicher eingeplante Maßnahmen ausgegeben werden sollen, 46 Milliarden Euro. Ne? Also das 46 ist 40 Milliarden, das ist viel. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz. Man muss sagen, es ist ein Koalitionsvertrag, das ist eine Absichtserklärung. Ja, kein Koalitionsvertrag, glaube ich, wird 100% 1:1 umgesetzt. Viele Sachen werden auch dieses Mal wieder unter den Tisch fallen. Aber das ist zumindest hier eine Summe von konkret versprochenen und eingeplanten Ausgaben. 10 Milliarden gehen halt, das haben wir auch gesagt, drauf, weil der Soli für große Teile der Bevölkerung wegfallen wird demnächst oder wegfallen soll demnächst. 8 Milliarden Euro sollen die Kommunen bekommen, um eben mit Geflüchteten umgehen zu können und sie zu integrieren. 12 Milliarden sollen ausgegeben werden für Kinder und Familien. Da
gehen wir gleich ein bisschen konkreter noch drauf ein. 4 Milliarden sollen ausgegeben werden für den Wohnungsbau, um den anzukurbeln oder zu finanzieren. Und 12 Milliarden sollen für den Verkehr, also Straße, Schiene etc. und für die Förderung des ländlichen Raums ausgegeben werden. Also da muss man sagen, im Prinzip finde ich diese Schwerpunktsetzung ganz interessant. Und vor allem haben wir ja in der Lage immer gesagt, Leute, jetzt senkt nicht ohne Ende die Steuern, sondern es gibt wahnsinnig viele Baustellen, steckt lieber mal ein bisschen Geld in unser Land. Und wenn man sich das anguckt, 46 Milliarden hält die GroKo für verteilbar, davon 10 Milliarden für letztlich Steuergeschenke, ne, Abschaffung Soli und 36 Milliarden für Investitionen. Das finde ich im Großen und Ganzen erstmal eine vernünftige Schwerpunktsetzung. Das stimmt. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, Familie. Wie gesagt, ne, Kindergeld wird um 25 Euro erhöht, haben wir drüber gesprochen, Vor- und Nachteile. Ich fand bemerkenswert einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bis zum Jahr 2025. Dazu kann man mehreres sagen. Dieses Jahr 2025, das taucht in diesem Vertrag mehrmals auf. Ja. Man merke, das ist quasi hinter der GroKo. Ja, und zwar 4 Jahre hinter der GroKo. Ja. Also regulär, wenn die GroKo jetzt diese Legislaturperiode überdauern sollte, dann würde Ende 2021 ein neuer Bundestag gewählt. Das würde bedeuten, die haben dann allenfalls Halbzeit. Ja? Ja. Das heißt also, bei allen Zielen könnte man sagen, ja, haben wir alles eingeleitet, dauert noch, bis es wirkt. Ja? Das heißt mit anderen Worten, man hat sich selber eine Zielvorgabe gemacht, die absolut sicherstellt, dass man daran nicht gemessen werden kann. Hervorragend. Guter Move. Genau, aber wie gesagt, also dieses Ziel ist da, Rechtsanspruch. Man hat also einen einklagbaren Rechtsanspruch, dass sein Kind im Grundschulalter ganztags betreut wird. Soll kommen. Ganz wichtig, soll kommen. Das ist der Plan. Halte ich für eine gute Idee. Wir haben das oft gesagt, warum Ganztagsbetreuung gut ist für eine gleiche Bildungschancen, Integration etc. etc. Ist das eine gute Sache. Auch familienfreundlich natürlich, weil es einfacher ist auch für beide Elternteile dann vielleicht auch länger arbeiten zu gehen oder andere Sachen zu machen. Also ist eine gute Sache. Wenn es kommt, finden wir das gut. Dann soll wir haben auch oft, deswegen habe ich das hier nochmal mit reingenommen, über Kinderarmut gesprochen, beziehungsweise, dass eben in Deutschland so wahnsinnig viele, ein paar Millionen Kinder unter der Armutsgrenze leben. Und da soll der Kinderzuschlag erhöht und die Beantragung desselben erleichtert werden. Der Kinderzuschlag, das wusste ich auch nicht, ist einfach ein Zuschlag auf das Kindergeld, was Menschen beantragen können, die halt wenig verdienen. Gibt es Grenzen und Mindesteinkommen und Höchsteinkommen, was man machen kann. Aber da soll sozusagen das auf knapp 400 Euro mit Kindergeld und diesem Kinderzuschlag so erhöht werden, dass Kinder eben mehr oder dass für Kinder in Familien mehr Geld zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Wenn das so funktioniert, ist das natürlich eine gute Sache. In dieselbe Richtung geht eigentlich das sogenannte Schulstarterpaket für Schulmaterialien von Kindern aus einkommensschwachen Familien. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, das klingt erstmal gut, aber das ist irgendwie so effektheischerisch. Ne? Da werden halt gönnerhaft so ein paar Euro verteilt. Hier hast du ein paar Schulbücher und das wirkt auf mich so fast so ein bisschen, als wenn man irgendwie jemandem patriarchalisch irgendwie ein Zwanni zusteckt. Aber der eigentliche Punkt ist doch, dass es überhaupt Familien mit Kinderarmut gibt. Ne? Deswegen Kinderzuschlag scheint mir eine grundsätzliche sinnvolle Idee zu sein, um das Einkommensniveau zu verbessern, aber so ein Schulstarterpaket und es gibt viele, viele andere Pläne in diesem Koalitionsvertrag, wo hier mal ein Euro verteilt wird, da mal ein Euro, das wirkt auf mich so ein bisschen, als wollte man einfach nur ein schnelles Okay abgreifen, aber das ändert ja an der grundsätzlich schwierigen Lage von Familien nichts und es schafft halt einen mordsbürokratischen Aufwand. Ja gut, ich meine, die würden argumentieren, es sind halt viele Maßnahmen, ne? Kinderzuschlag erhöhen, Schulstarterpaket, dann irgendwie haushaltsnahe Dienstleistung für Familien zu erleichtern und so, also dass es so ein Paket wird, um eben die Familie zu verbessern. Aber das können wir, glaube ich, erstmal so hinstellen. Den Rest haben wir besprochen. In der Bildung fand ich bemerkenswert, dass eben doch relativ viel Geld, 2 Milliarden Euro, ausgegeben werden sollen für den Ganztag, für den Ausbau von Ganztags- und Schulen und Betreuungsangeboten um diese Ganztagsschulen herum. Das ist eine gute Idee. Ne? Das ist eine gute, sinnvolle Sache. Ganz wichtig bei der Bildung, muss man vielleicht hier vorne wegschieben, haben wir auch schon gesagt, Wegfall von diesem Kooperationsverbot. Das ist sozusagen Grundlage für sehr viele Maßnahmen, die da kommen sollen. Also, dass der Bund den Ländern in der Bildung, die ja eigentlich Ländersache ist, wirklich finanziell unter die Arme greifen kann. Jedenfalls bei Infrastruktur. Also nicht bei den Inhalten. Ne? Aber bei so wichtigen Sachen wie eben Ganztagsschulausbau. Da sollen halt 2 Milliarden Euro reinfließen. Dann soll es einen Digitalpakt Schule geben, in den 5 Milliarden Euro reinfließen sollen über 5 Jahre hinweg, also jedes Jahr 1 Milliarde, um eben Schulen mit digitaler Infrastruktur auszurüsten und sowas wie Schulclouds und sowas einzurichten. Wie das dann konkret laufen soll, da muss man natürlich sagen, das ist einfach alles letztlich da
natürlich Ländersache. Das heißt, da wird es also Bund-Länder-Kommissionen geben müssen, die das alles irgendwie abwickeln. Und einfach ist das nicht. Und dann fairerweise muss man immer noch dazu sagen, das Kooperationsverbot steht ja nun mal im Grundgesetz. Mit anderen Worten, da muss es eine Grundgesetzänderung geben, was eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erfordert. Und diese Mehrheit hat die Große Koalition alleine nicht, selbst wenn sie zustande kommt. Das ist ja noch die Frage, ne? Stichwort SPD-Mitgliederentscheid, kommen wir noch drauf. Aber selbst wenn sie zustande kommt, hat sie keine eigene Mehrheit. Das heißt, sie müsste mit anderen Fraktionen im Bundestag gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommen. Und dann braucht es eine entsprechende Mehrheit auch im Bundesrat. Das heißt, ob das Kooperationsverbot wirklich fällt, ist noch nicht ganz klar. Man müsste wohl wenigstens die Grünen und oder die FDP dafür gewinnen, da mitzumachen. Wichtiger Punkt. Dann schreibt sich die SPD vor allen Dingen auch auf die Fahnen, dass es eine Mindestausbildungsvergütung geben soll, also sowas wie ein Mindestlohn für Auszubildende, sicherlich auch eine gute Idee. Die Frage ist halt nur, wie wird das bezahlt? Ne? Muss, ja. quasi, muss das Unternehmen dann einen Mindestlohn zahlen? Davon würde ich ausgehen. Oder muss das, oder gibt es einen staatlichen Zuschuss? Ja, denn das Problem ist natürlich, wenn diese Mindestausbildungsvergütung im Ergebnis Ausbildungsplätze kostet, ja, weil möglicherweise ein Unternehmen sagt, zu diesem Preis lohnt sich ein Azubi einfach für mich nicht mehr, dann wäre das natürlich eher ein Schuss ins Knie. Also das ist eben bei ganz vielen Maßnahmen so in diesem Koalitionsvertrag, dass man sagen muss, das könnte eine super Idee sein, man weiß es aber einfach nicht so ganz genau, weil eben noch keine Details drinstehen. Genau, in dem Vertrag, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, steht nur, in diesem Rahmen werden wir eine Mindestausbildungsvergütung im Berufsbildungsgesetz verankern. Punkt. Genau, da muss man halt mal schauen, wie das dann konkret realisiert wird. Genau, Ausbildungsberufe sollen modernisiert werden, ganz wichtig natürlich, viele neue Berufe. Aber ganz wichtiger Punkt ist, die Koalition will sich verpflichten, bis zum Jahr 2025 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts hochzuschrauben. Das ist eine uralte Forderung. Ja. Ja, das ist viel Geld und in internationaler Maßstab. Und wenn Sie sich das jetzt zum Ziel setzen, heißt es noch nicht, dass Sie es machen. Es gab es auch schon früher diese Zielsetzung, wie viele andere auch. Aber das steht da drin. Es ist natürlich auch schwierig, weil es eben alles, oder nicht alles, aber zum großen Teil eine Länderkompetenz ist, in die der Bund natürlich nur sehr schwierig reinregieren kann. Wie gesagt, über das abgeschaffte Kooperationsverbot geht da vielleicht ein bisschen mehr, jedenfalls bei der Infrastruktur. Aber es ist ja nie verkehrt, wenn eine Bundesregierung so ein nationales Ziel vorgibt und das dann vielleicht auch in Verhandlungen mit den Ländern versucht umzusetzen. Jedenfalls würden wir, glaube ich, sagen, per Saldo ist das eine der deutlichen Stärken des Koalitionsvertrags. Das Bildungskapitel, das zeigte sich ja schon ab in den Sondierungsgesprächen. Da sind sich die beiden oder die drei GroKo-Parteien relativ einig und das geht in eine gute Richtung. Genau, also in Kombination mit Familie, Kinder, Bildung, glaube ich, das ist so ganz nice. Macht das irgendwie einen soliden Eindruck. Ganz anders, muss man sehr deutlich sagen, sieht es im Bereich Digitales aus. Klingen die Zielvorgaben zwar ganz gut, aber man muss sagen, eigentlich sind das die Zielvorgaben von vor 10 Jahren und man sieht, dass in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel verschlafen wurde. Das sieht man und auch das Bekenntnis zum digitalen Wandel im Digitalkapitel ist aus meiner Sicht vergleichsweise schwach, was man schon daran sieht, dass es weiterhin keine Querschnittszuständigkeit geben soll und zwar weder mit einem speziellen Digitalstaatssekretär im Bundeskanzler oder einem Digitalbeauftragten, der sagen wir, eine Koordinationsfunktion wahrnehmen könnte, noch gar ein Digitalministerium. Ja, ob ein Digitalministerium sinnvoll wäre, ist ohnehin, wenn man ehrlich ist, eine schwierige Frage. Aber jedenfalls irgendjemand muss die digitalen Themen, denke ich, koordinieren ja, auf Bundesebene. Jetzt sollen wieder 4 verschiedene Ministerien für Teilaspekte zuständig sein. Das klingt mir nicht gut. Was wir aber kriegen, Philipp, ist ein Heimatministerium. Ja, und genau. Also da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber wie gesagt, Heimatmuseum gibt's, aber Heimatmuseum gibt's nicht. Heimatmuseum. Schöner ja. Versprecher, Philipp. Das ja, ist kein Versprecher, das ist durchaus, das war Absicht, okay. Ja, das war Absicht weil ich glaube, so sieht Horst Seehofer das, glaube ich, auch. Heimatmuseum. Wie gesagt, da reden wir gleich noch drüber. Übrigens, kein Witz, ja, also wenn man im iPhone Heimatministerium tippt, korrigiert das iPhone auf Heimatmuseum. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sagt doch im Grunde alles über diesen Plan. Gut, aber wir waren eigentlich beim Digitalkapitel. Genau, beim Digitalkapitel. Ich meine, ein wichtiger Aspekt daran ist, finde ich, wie sehr entwickelt sich der Breitbandausbau. Wir haben das oft gesagt, das ist ein Riesenproblem. Die letzten 4 Jahre mit Herrn Dobrindt sind eigentlich eine verlorene Zeit so ein bisschen gewesen. Da haben wir auch schon drüber geredet. Jetzt steht halt in dem Koalitionsvertrag drin, Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser. Also wir wollen, sagen Sie, einen Rechtsanspruch für Bürger auf schnelles Internet bis welches Jahr?
2025 einrichten, genau, 2025, also dann in der übernächsten Regierung soll es dann irgendwie soweit sein. Ja, und da vor allem, da muss man natürlich, muss man einfach immer sagen, Rechtsanspruch ist zunächst mal eine klasse Sache, aber, nur sind wir nicht bei Wünsch dir was, beim Rechtsanspruch braucht es einfach immer auch jemanden, gegen den sich dieser Anspruch richtet. Und selbst wenn man sagt, das ist eine super Idee, muss man genau diese Frage stellen, von wem kann man denn seinen Rechtsanspruch denn eigentlich einklagen oder von wem kann man ihn dessen Erfüllung verlangen? Bekommt man dann monatlich Internet-Schmerzensgeld vom Bund, solange man kein schnelles Internet hat? Oder kann man von der Leitung, von der Kommune, in der man lebt, verlangen, leg mir bitte eine Leitung ins Haus? Also was, das ist vor allen Dingen, was heißt auch schnelles Internet? Das steht auch nicht drin. Genau. Also es ist, wie soll ich sagen, von der Zielvorgabe ist es natürlich total charmant. Niemand würde sagen, wir wollen das nicht. Aber leider Gottes würde ich sagen, ist das im Koalitionsvertrag so wischiwaschi, dass man an der Stelle nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Genau. Also Sie schreiben, unser Ziel lautet Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde möglichst bis zum Haus. Und das ist neu. Das stand in den Sondierungsgesprächen noch, stand drin bis zum Haus. Jetzt heißt es möglichst bis zum Haus. Sie planen dafür ein, und das ist der nächste Kritikpunkt, 10 bis 12 Milliarden Euro für flächendeckende Glasfasernetze, wie es da heißt. Klingt super. Klingt, ja, super. Bisschen wenig Geld. Bisschen wenig. Viele sagen, man braucht das 4- bis 5-fache, um es wirklich alles durchzumachen bis zum Haus. Haben wir durchgerechnet, diese kamen bei zu 80 Milliarden. Ja, ne? Also wirklich die Summen, substanziell mehr. Aber gut, jetzt aktuell in der letzten Legislatur waren es 4 Milliarden, die zur Verfügung stehen, jetzt sind es halt 10 bis 12. Da kann man auch eine Menge zu sagen. Erstens, 10 bis 12 kommen nicht aus Steuermitteln, sondern sie sollen kommen aus einem Fonds, der sich speist aus den Versteigerungserlösen der 5G-Lizenzen. Also die nächste Mobilfunkgeneration, wer da senden will, wer da was anbieten will, muss Frequenzen ersteigern. Das sind die Telekommunikationsunternehmen. Und aus den Gewinnen, die der Bund dann bekommt, soll halt dieser Glasfaserausbau finanziert werden. Das ist nicht optimal, weil A, den Firmen, die das Geld zahlen müssen, das Geld dann fehlt für zum Beispiel Mobilfunkmasten. Wir wollen ja eigentlich, das ist ja der Witz, es gibt ja im Grunde zwei Ausbauziele. Ja. Es soll parallel Glasfaser und 5G ausgebaut werden. Völlig richtig. Ja, also man muss natürlich zum einen die Mobilfunknetze ausbauen, zum anderen das Glasfasernetz. Sind wir völlig d'accord. Das Problem ist bloß, dass hier so eine Art Verschiebebahnhof stattfindet. Wenn man nämlich den Glasfaserausbau finanziert mit den Lizenzen aus dem Mobilfunkbereich, dann fehlt den Unternehmen das Geld, um diese Mobilfunkmasten für den 5G-Standard aufzubauen. Und das heißt also, da ist aus meiner Sicht einfach schlicht und ergreifend Denkfehler drin in der Nummer. Genau. Und plus, dass natürlich wir als Konsumenten und Nutzer am Ende von den 5G-Netzen das natürlich bezahlen werden. Also das werden sich die Unternehmen wiederholen. Also werden wir dann letztlich als Kunden doch diesen Glasfaserausbau bezahlen, wo ich finde, das ist eindeutig eine Aufgabe, die der Steuerzahler bzw. die gesamte Gesellschaft zu leisten hat. Das ist der eine Punkt. Ja, nur um das vielleicht mal diesen Punkt zu machen, den du gerade gemacht hast. Warum ist das eine Aufgabe für den Steuerzahler? Ganz einfach. Das sind schließlich die Glasfaserleitungen, sind die Datenautobahnen der Zukunft. Und wer zahlt Bundesautobahnen? Selbstverständlich der Bund. Ja, warum eigentlich weigert sich der Bund nach wie vor, ernsthaft zu investieren in den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur oder generell Dateninfrastruktur. Warum eigentlich gibt es so ein Dogma, dass das ausschließlich die Kommunikationsunternehmen ausbauen sollen auf eigene Kosten mit ganz geringen staatlichen Leistungen? Ist mir persönlich absolut schleierhaft, wieso da dogmatisch daran festgehalten wird, dass die öffentliche Hand möglichst wenig Infrastruktur errichten soll im Bereich Internet. Und da kann man natürlich sagen, na, die Provider nutzen doch auch die Infrastruktur. Ja, das ist aber natürlich bei Buslinien auch nicht anders. Ja? Busse oder Fuhrunternehmen nutzen auch die öffentliche Infrastruktur im Straßenbereich. Also jede Analogie hat ihre Grenzen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es einfach nicht, wieso es da eine quasi dogmatische Verweigerung gibt, einfach mal massiv Geld in die Hand zu nehmen, das dann eben nicht refinanziert wird von den Kunden oder von den Telekommunikationsunternehmen. Zumal bei Infrastrukturen, wo es keinen Sinn macht, doppelt aufzubauen. Das bei Straßen, bei Schienen und eben auch bei Glasfaser. So, und jetzt letzter Punkt, Infrastruktur Parallelaufbau. Da zum Beispiel kann man, das bedeutet halt, warum soll ein Haus mit 5 Glasfaserkabeln versorgt werden? Macht keinen Sinn. Da gibt es zum Beispiel in Skandinavien ein wunderschönes Modell. Du ziehst in deine Wohnung ein, da liegt ein Glasfaseranschluss, du schmeißt deinen Internetbrowser an und du kriegst dann ein Auswahlmenü. Sie haben hier Glasfaser. Welcher Provider soll denn ihr Internet zur Verfügung stellen? Da hast du halt 4, 5 Leute, die oder 4, 5 Firmen, die in dieser Wohnung über dieselbe Leitung die Leistung anbieten. Das entsteht ja in Deutschland auch, aber das ist halt ein Modell, was sagen wir mal, nicht sehr oft genutzt wird von den Gemeinden beim jetzigen Ausbau. Was auffällt, und das ist auch ein bisschen interessant und mal signifikant für diesen Vertrag, ist, das liest sich erstmal ganz gut, Glasfaser, Glasfaser, wir wollen Glasfaser möglichst in jedes Haus. Und dann heißt es, wir fördern Glasfaser. Und zwischen den Zeilen, wenn man genauer liest,
stellt man fest, na ja, aber das gibt schon so die eine oder andere Lücke, durch die auch ein großer rosa Elefant, magentafarbener Elefant durchschlüpfen kann. Nämlich die Frage ist, wo, was wird denn gefördert? Ja, welchen Ausbau, welches Breitband kannst du denn staatlich fördern? Und da liest man Glasfaser und wir wünschen auch alle Glasfaser, aber dann heißt es da auf Zeile 1646, diese öffentlichen Fördermittel werden wir so einsetzen, dass ausschließlich Ausbauabschnitte förderfähig sind, die mit Glasfasertechnologie ausgebaut werden. Und dazu eben die Ansage, möglichst bis ins Haus. Das klingt erstmal ganz gut. Konkret heißt das aber, dass auch weiterhin Kupfer und Vectoring der Telekom förderfähig sind, weil es nämlich ausreicht, nicht das Glasfaser bis ins letzte Haus zu legen, sondern wenn die Telekom, was sie bisher auch schon macht, das Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, dem grauen Kasten auf der Straße in dem Dorf X legt, ja, von da aus weiter Kupfer nutzt, mit Vectoring für 100 Meter, 200 Meter die Leute anschließt, dann ist das natürlich bis zu diesem Kabelverzweiger auch ein Ausbau mit Glasfasertechnologie und auch das ist nach diesem Koalitionsvertrag weiterhin förderfähig. Und ich glaube, das ist ein Riesenschlupfloch. Das ist ein Riesenschlupfloch und dazu muss man halt eins wissen, es gibt in diesem ganzen Internetausbaubereich einen ganz großen Elefanten im Raum, das ist die Deutsche Telekom. Das habe ich jetzt in vielen Gesprächen über das Thema GroKo-Verhandlungen gehört, auch vom Bundestagsabgeordneten, die sagen, es lässt sich einfach gar nichts durchsetzen in diesem Bereich und zwar egal, ob seitens der Union oder seitens der SPD, weil überall irgendwelche Telekom-Lobbyisten sitzen. Ne? Da gibt es so ein großes Drehtürprinzip, ständig wechseln irgendwelche Telekom-Leute in die Wirtschaft und dann wieder ins Wirtschaftsministerium oder so oder ins Verkehrsministerium und dann wieder aus den Ministerien in die Telekom. Das heißt, die haben überall ihre Leute sitzen und blockieren alles, was irgendwie, ich sage mal etwas platt, etwas verkürzt, eine sinnvolle Breitbandpolitik wäre, weil die immer nur darauf schauen, dass die Telekom gut dasteht. Das liegt nicht nur, was ich bislang immer annahm, an diesem Bundesanteil an der Telekom, ne? Dass man also darauf schaut, dass der Bund über seine Anteile an der Telekom möglichst viel Geld verdient. Das eigentliche Problem sind die Telekom-Lobbyisten, die einfach überall ihre Finger im Spiel haben und deswegen sind solche Hintertüren in einem Koalitionsvertrag so wichtig, weil die ja dazu führen, dass diese Lobbyisten quasi Ansatzpunkte haben, um zu sagen, nee, wir wollen hier noch so die nächsten 70 Jahre unsere Kupferdoppelader auslutschen. Ja, weil wenn nämlich drin gestanden hätte, bis ins Haus Glasfaser. Ende Gelände, sonst keine Förderung. Das wäre eine völlig andere Nummer gewesen. Dann hättest du, um Steuergeld zu bekommen, Glasfaser vom Kabelverzweiger bis in jedes Haus legen müssen, um Geld zu bekommen. Und das ist jetzt nicht mehr Voraussetzung, um Steuergeld zu bekommen. Und das heißt, es, wie gesagt, wir haben diese verlorenen 4 Jahre mit Dobrindt gesagt, da sind jetzt Milliarden versenkt worden, weil eben die Telekom Geld dafür bekommen hat, dass sie ihre vorhandene Kupferkabel nicht durch Glasfaser ersetzt, sondern eben weiter auslutscht für noch ein paar Jahre. Diese Fehlentwicklung ist damit nicht völlig abgeschaltet. Ja, weiß ich nicht. Also Digitalisierung, so freie WLAN soll es geben in Bahnhöfen und der Deutschen Bahn. Gut, okay, nice. Geschwindigkeit, werden wir sehen, was dabei rausfällt. Das eigentliche Problem ist ja, dass dieser WLAN-Ausbau natürlich zu begrüßen ist, aber 10 Jahre zu spät kommt. Inzwischen haben die meisten Leute ja doch LTE, ne? Ist nicht überall verfügbar, aber ich finde es eigentlich ganz traurig, denn da ist ja im politischen Bereich wahnsinnig gemauert worden, ne? Und jetzt, wo das so langsam aber sicher nicht mehr so wahnsinnig relevant ist, da bröselt es dann irgendwie. Das finde ich schon wirklich schade, dass da so viel Zeit verplempert wurde. Wichtiger Punkt noch, Stichwort digitale Verwaltung, Philipp, da haben wir in letzter Zeit einige Hörer Hinweise bekommen. Und da möchten wir einfach nur auf ein Beispiel hinweisen, wo Dinge leider derzeit falsch laufen und ich habe jedenfalls im Koalitionsvertrag auch nichts gefunden, wo dagegen gesteuert würde. Es soll zwar zum Veranlagungszeitraum 2021 eine vorausgefüllte elektronische Steuererklärung geben. Das ist eine super Sache. Ne? Man kann sich dann irgendwie seine halbfertige Steuererklärung runterladen, muss nur noch ein paar Sachen ändern. Da wird die Steuerverwaltung vermutlich vor allem die Daten einsetzen, die der Arbeitgeber übermittelt hat. Denn was weiß ich, Vermietungseinnahmen oder so weiß der Bund ja im Zweifel nicht. Das Problem ist aber, dieses im Grunde gute Projekt wird zugleich dadurch eher konterkariert, dass die bisherige Schnittstelle für Steuersoftware eingestellt werden soll. Es gibt also bislang zwei verschiedene Schnittstellen, mit denen, mindestens zwei, aber zwei wichtige, mit denen man so mit der Finanzverwaltung kommunizieren kann. Es gibt eine offene Schnittstelle, die von etwa 20 verschiedenen Softwareherstellern bislang auch genutzt worden ist.
Die allerdings ist abgekündigt worden. Das heißt also, dann wird man nicht mehr mit eigenentwickelter Software diese Schnittstelle nutzen können, sondern stattdessen wird umgestellt auf eine andere Schnittstelle, die aber voraussetzt, dass man auf seinem eigenen Rechner eine staatliche Software installiert. Das heißt, man kann dann nicht mehr irgendeine Software benutzen, sondern muss jedenfalls die Übermittlung mit der Steuerverwaltung über diese Behörden eigene Software laufen lassen. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht gerade ein Musterbeispiel für digitale Verwaltung. Das bringt nämlich eine ganze Reihe von Problemen mit sich, wenn die Steuerverwaltung Bürger und Unternehmen zwingt, eine ganz bestimmte Software zu verwenden. Da ist man zum einen nämlich darauf angewiesen, dass das eigene Betriebssystem unterstützt wird von dieser staatlichen Software. Im Zweifel wird Linux sicher nicht unterstützt werden. Das heißt, Windows ganz sicher, Mac mal gucken und Linux ganz sicher nicht. Das Zweite ist, dass es eine unsichere Methode ist, das zu machen. Also das Argument der Steuerverwaltung ist, diese Software kann dann schon mal beim Kunden die Daten prüfen, die übermittelt werden. Aber diese Daten müssen ja auf jeden Fall trotzdem nochmal auf der Serverseite übermittelt werden. Es kann sich ja auch jemand reinhacken in die Schnittstelle. Das heißt also, wenn man sich darauf verlässt, dass die Software auf Kundenseite das prüft, dann ist man ohnehin sicherheitstechnisch nicht auf der sicheren Seite. Und dann natürlich das Stichwort Staatstrojaner. Ne? Wenn jeder Bürger im Grunde im Land verpflichtet wird, eine bestimmte Steuersoftware, de facto verpflichtet wird, eine Steuersoftware zu installieren, ist das natürlich ein schönes Einfallstor in Zeiten, wo der Staat gerne mal die Computer seiner Bürger ausspioniert, den Leuten Trojaner ins Haus zu spielen. Finde ich persönlich eine absolute Katastrophe. Und wer immer da Einfluss hat, der sollte sich in der Steuerverwaltung mal dafür einsetzen. Ich glaube, das ist das BMF vor allem und dann das Bayerische Finanzministerium, das da quasi im Auftrag des Bundes diese Software organisiert, sollte sich dafür einsetzen, dass eben gerade nicht auf zwingende staatliche Software umgestellt wird, sondern dass offene Standards dort weiter unterstützt werden, einfach damit man die Auswahl hat als Bürgerin oder als Bürger zwischen verschiedenen Programmen. Ja, also insgesamt finde ich, was in Sachen Digitalien in diesem Koalitionsvertrag so ein bisschen fehlt, ist das Gefühl, okay, wir haben irgendwie das Phänomen Digitalisierung erfasst in all seinen Facetten, ja, und haben uns Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen und haben ein überragendes Konzept gefunden, ne, wie wir das gestalten wollen. Dieses Gefühl fehlt. Sie gehen ein bisschen auf Arbeit ein, sie wollen auch Heimarbeit und verteilte und mobile Arbeit irgendwie rechtlich mehr absichern, aber das bleibt da sehr vage und es stellt sich nicht das Gefühl ein, als gäbe es da einen großen Entwurf und es ist eher so, ja, wir haben die Fehler und Lücken erkannt, die wir zuletzt gelassen haben, die Herr Dobrindt zuletzt gelassen hat und da fangen wir jetzt an nachzuflicken, aber auch nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Ist ein bisschen schade, wobei man sagen muss, also eigentlich saßen da durchaus gute Leute dabei, auch in dieser Verhandlungsrunde Digitales. Also die Leute von der SPD kenne ich sogar teilweise persönlich, aber auch von der Union sind es schon Leute, wo man den Eindruck hat, eigentlich wissen die Bescheid. Insofern sind die Ergebnisse aus meiner Sicht eher so ein bisschen enttäuschend. Ne? An der Kompetenz hat es eigentlich nicht gefehlt. Keine Ahnung, was da, vielleicht waren das finanzielle Zwänge, ich weiß es nicht. Nächstes Thema, Klima und Umwelt, Philipp. Genau, Klima und Umwelt haben wir auch schon viel zu gesagt. Also ich finde, positiv kann man vermerken, dass sie sich halt zu diesen Klimazielen in Paris bekennen, dass die Ziele in Gesetze gegossen werden sollen, die Reduktionsziele. Aber wie genau diese Ziele erreicht werden, das geht halt dann auch aus diesem Koalitionsvertrag auch nicht hervor. Ja, also den haben wir auch gesagt, dieses Reduktionsziel für 2020, das wird verfehlt werden. Sie wollen da mehr tun, um das vielleicht diese Lücke, die da entsteht, doch noch zu schließen. Aber sie wollen sich gesetzlich verpflichten, eben diese Reduktionsziele, Hälfte der Reduktion bei CO2 im Vergleich zu 1990 bis 2030 und 80% bis 2050, das wollen sie eben in Gesetz gießen. Das ist gut. Das ist gut. Allerdings das find ich auch gut. Die Maßnahmen, wie gesagt, die eigentlich auf der Hand liegen, die beschlossen werden müssten, um das zu erreichen, die werden halt nicht beschlossen. Stichwort? Kohleausstieg zum Beispiel aus der Kohleverstromung. Da soll halt bis Ende dieses Jahres ein Plan erstellt werden, ne, wann, wie das gemacht werden soll, bis wann das der Fall sein soll, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor, um vor allen Dingen kurzfristig da diese Ziele zu erreichen. Aber auch so andere Sachen, die so ein bisschen sperrig wirken, wie zum Beispiel ein CO2-Preis. Ne? Also es gibt ja diesen CO2-Emissionshandel in Europa, der versucht halt, ein Preisschild auf eine Tonne CO2 zu kleben, damit es eben teuer wird, wenn man CO2 produziert und der Anreiz da ist, eben in Maßnahmen zu investieren, die CO2-Ausstoß reduzieren. Und da ist der Preis halt viel zu niedrig aktuell, weil halt zu viele dieser Emissionsrechte am Anfang ausgegeben wurden. Und jetzt wollen alle eigentlich zumindest einen Zielpreis genannt haben, weil könnte da drin stehen können, so wir wollen, dass eine Tonne CO2 30 Euro kostet. Das hätte sicherlich noch einen ganz anderen Impact gehabt. Aber ich würde sagen, es ist nicht so schlecht ausgefallen, wie es hätte sein können.
So, ne? Aber es sind, wie gesagt, es ist halt ein Koalitionsvertrag. Es sollen halt 25 bis 2030, das ist so eine andere Maßnahme, ne? Sollen halt der Anteil der erneuerbaren Energien am Strom 65% betragen. Wie genau? Steht genau. Nicht drin. Ja, das ist halt mal so ein bisschen das Problem, dass man dann nicht genau weiß, was passiert. Man kann dann natürlich dagegenhalten, das ist ein Koalitionsvertrag, das ist noch kein Gesetzentwurf. Nur das Problem ist ja, wenn das in einem Koalitionsvertrag im Grunde Kompromisse geschlossen werden zwischen Parteien, die grundsätzlich unterschiedliche Ziele haben. Und wir haben schon vielfach darauf hingewiesen, dass die Unionsparteien im sagen wir so, den Schutz vor dem Klimawandel grundsätzlich nicht so hoch einschätzen, von der Bedeutung her, wie die Interessen der Wirtschaft, zum Beispiel von irgendwelchen Stromkonzernen. Ne? Das heißt also, es ist zu erwarten, und teilweise ist es übrigens bei der SPD auch so, wegen Arbeitsplätzen. Und deswegen ist zu erwarten, dass etwaige Hintertüren in diesem Bereich schnell genutzt werden, um die Klimaziele dann eben doch wieder so ein bisschen rauszuschieben und stattdessen noch irgendwie 5 oder 10 oder 20 Jahre weiter Kohle zu verstromen. Und deswegen, wie soll ich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass es aus der Perspektive des Umweltschutzes besser wird als im Koalitionsvertrag. Es ist eher zu erwarten, dass etwaige Hintertüren genutzt werden. Ne? Und dann, wenn da eben drin steht Ziel 65% von irgendwas und keine konkreten Schritte, dann kann man nur beten, dass es auch klappt. So. Also ich denke, das kann man da sagen. Ich habe auch so verschiedene Stellungnahmen von Umweltorganisationen gelesen und die sagen, okay, Commitment zu diesen Klimazielen ist gut, dass sie in Gesetz gegossen werden sollen, ist gut, dass jeder Sektor, also Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft etc. eben auch konkrete Klimaziele und Reduktionsziele bekommen soll, sei auch gut, aber es fehlen eben die konkreten Maßnahmen und es ist unklar, ob die wichtigen, wie zum Beispiel der Kohleausstieg, auch kommt. Mhm. Ja, dann haben wir ein wichtiges Kapitel Wohnungsbau, haben wir auch häufig drüber gesprochen. Ja. Und da haben wir uns gedacht, weil der hier öfter auch schon erwähnt wurde, fragen wir doch mal wieder einen Interviewpartner an. Das ist dann dieser Woche geworden André Holm. Genau, aber bevor wir in das Interview einsteigen, wollen wir noch kurz die GroKo-Pläne zusammenfassen, quasi als Grundlage dessen, worüber wir dann gleich mit André Holm sprechen. Da gibt es wiederum, ähnlich wie im Bereich Familienförderung, so ein ganzes Bündel von kleineren Maßnahmen. Und inwieweit die sinnvoll oder nicht sind, das diskutieren wir gleich, aber wir möchten sie doch zunächst mal kurz aufzählen. Also zum einen soll der Wohnungsbau dadurch gefördert werden, dass man die Abschreibungsmöglichkeiten verbessert. Das soll unterm Strich also eine sogenannte Sonder-AFA geben, sodass man über 4 Jahre jeweils 5% der Baukosten abschreiben kann, also quasi abziehen kann als vom zu versteuernden Einkommen. Je nachdem, ob es ein Unternehmen ist oder eine Privatperson, gibt es natürlich Details. Aber das ist jedenfalls die Grundidee. Es soll für Familien ein Baukindergeld geben in Höhe von 1200 Euro je Kind und pro Jahr. Das heißt also, wenn man Wohneigentum kauft oder errichtet, bekommt man diesen kleinen Zuschuss. Es soll 2 Milliarden für Sozialwohnungen ausgegeben werden, aber ganz wichtig, das ist nicht etwa eine zusätzliche Förderung, sondern im Vertrag steht, der Bau von Sozialwohnungen soll verstetigt werden, mit anderen Worten fortgesetzt, aber von der Steigerung las ich da nichts. Die Zielvorgabe des Ganzen sind 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime, aber wie gesagt, wie die konkret erreicht werden sollen, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Dann soll es einen Prüfauftrag gibt es für Freibeträge für Familien beim Ersterwerb von Wohneigentum. Das heißt also, da soll, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da um die Grunderwerbssteuer, ne? Das war mir nicht ganz klar, ja, was der Kontext ist. Doch, was, genau. Was für ein Freibetrag. Nee, genau, es soll sozusagen, du sollst unter Umständen beim Ersterwerb von Wohnungen weniger Grunderwerbsteuer zahlen. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, das ist natürlich schon ein paar Prozent, aber es sind irgendwie, wir reden hier von wenigen 1000 Euro. Das heißt, wenn ich ein Haus kaufe für 300.000, 400.000, dann sind es ein paar 1000 Euro. Das ist natürlich schon Geld, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die entscheidende Hürde ist. Dann soll es steuerliche Anreize geben für frei finanzierten Wohnungsneubau im, wie das so schön heißt, bezahlbaren Mietsegment, wobei man natürlich lange darüber streiten kann, was bezahlbar heißt. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man sagt, ein Segment, wo die Wohnungen eben nur bis zu einem Höchstbetrag von x Euro pro Quadratmeter vermietet werden können. Und die energetische Gebäudesanierung soll gefördert werden, Klammer auf, was natürlich ein großes Risiko mit sich bringt, dass diese Sanierungskosten hinterher auf die Miete draufgeschlagen werden. Das haben die Koalitionäre aber auch gesehen. Und deswegen wollen sie den Mietanstieg gerade im Bereich Sanierung bremsen, indem sie nämlich sagen, es soll eine
Kappungsgrenze geben, dass nur noch 8% der Sanierungskosten umgelegt werden können. Bisher sind es 11. Und eine zweite Kappungsgrenze für die Gesamterhöhung, ich glaube maximal plus 3 Euro, wobei man natürlich, wenn man bislang, sagen wir mal, 5, 6 oder 7 Euro pro Quadratmeter zahlt und dann 3 Euro draufkommen, dann ist das weiterhin, gerade für Menschen, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, natürlich ein extremer Schlag ins Kontor und führt dann fast notwendigerweise zu Verdrängung. Das heißt also, Luxussanierungen sind schwieriger geworden, aber werden schwieriger, wenn es so denn kommt, aber sie sind weiterhin nicht unmöglich. Letzter Punkt, Mietpreisbremse nachschärfen, haben wir in der Lage schon ganz oft diskutiert und auch gefordert. Da steht zwar drin, dass sie nachgeschärft werden soll, aber ich bin da sehr skeptisch, ob das was bringt. Es soll nämlich geregelt werden, nur eine Auskunftspflicht des Vermieters, der dann angeben muss, was der Vormieter bezahlt hat. Ne, sodass aber der, nur, wenn er sich darauf beruft. Nur, wenn sich der Vermieter darauf beruft und wenn der Mietinteressent nachfragt. Und wenn ich mir das mal so in der Praxis vorstelle, ja, stehen 50 Leute Schlange, wollen die Wohnung gerne mieten und einer macht den Schlauberger und fragt den Vermieter nach, sage mal, was hat denn der Vormieter bezahlt? Also da bin ich mir sicher, dass das die Chancen bei einer Neuvermietung dramatisch steigert. Mit anderen Worten, das ist absehbar, dass es eine weitere Nachschärfung dieser Mietpreisbremse ist, die nichts bringt. Wir haben in der Lage schon oft diskutiert, wie man das wirklich wirksam machen könnte, nämlich eine Pflicht zur Angabe des bisherigen Mietzinses in jeder Annonce, dass man das einfach immer klar ist, jeder Vermieter muss sagen, bisher ist die Wohnung für X vermietet. Dann einen gesetzlichen Deckel von 10%, dass einfach eine höhere Miete nicht geschuldet ist. Und dritter Punkt, natürlich ein Rückforderungsanspruch des Mieters. Ne? Wenn ich jetzt als Mieter unter den Knebelbedingungen der gegenwärtigen Mietmärkte mir eine höhere Miete andrehen lasse, dass ich dann diese entsprechende überzahlte Miete zurückfordern kann. Und zwar noch und das darf erst verjähren, wenn das Mietverhältnis vorbei ist. Also ich denke, gerade den Mietanstieg haben wir nämlich, die Mietpreisbremse haben wir nämlich, André, nämlich, glaube ich, nicht besprochen. Genau. Alle anderen Sachen werden wir nochmal zurückkommen. Genau. Also jetzt sozusagen das Interview, wir haben das vor der Sendung aufgezeichnet mit André Holm. Er ist Stadt- und Regionalsoziologe am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin. Als erstes vielleicht mal so ein paar Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die Koalition, die künftige GroKo sich da ans Revers heftet. Da fällt mir zunächst mal auf dieses sogenannte Baukindergeld. Also die Idee ist, dass Familien, die zusammen im Haushalt 75.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben und dann für jedes Kind noch 15.000 Euro dazu, also Familie mit zwei Kindern kann sozusagen 105.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, und wenn die sich ein Haus kaufen und eine Wohnung kaufen, dann sollen die pro Monat für 10 Jahre 1.200 Euro pro Kind bekommen. Pro Jahr. 200 Euro pro Monat. Genau, pro Kind. Genau, um sozusagen den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. Ist das aus deiner Sicht eine sinnvolle Maßnahme? Nee, ist nicht so besonders sinnvoll. Also für die Familien, die wenigen, für die das klappen würde von den Einkommen her, sicher hilfreich, um Wohneigentum zu erwerben. Aber letztendlich ist es sozusagen so eine verkappte Rückkehr der Eigentumsförderung, die es ja auch früher schon gab, die letztendlich auch mit großen Millionenbeträgen pro Jahr dann zu Buche schlägt. Und letztendlich die Wohnungsversorgung für diejenigen, die größten Bedarfe haben, überhaupt nicht sicherstellt. Also das, was wir in den Städten mit hohen Mietsteigerungen und hohen Mietpreisen beobachten, ist ja, dass wir vor allen Dingen Wohnungen für die unteren Einkommensschichten brauchen. Und das, was wir jetzt bekommen, ist letztendlich eine Förderung für mittlere Einkommensgruppen, die in der Eigentumsbildung gefördert werden sollen. Und das kann in Städten wie Berlin oder auch Hamburg oder Köln zu einer Verstärkung auch des Verdrängungsdrucks führen, wenn ich jetzt sozusagen den Eigentumsmarkt damit auch nochmal extra anreize. Ja, Stichwort Mietpreise, das würde mich auch sehr interessieren. Wir haben das in der Lage ja schon verschiedentlich angesprochen. Es wird sehr häufig argumentiert, dass das eigentliche Problem ein Mangel des Angebots sei und dass deswegen die Mietpreise vor allem steigen würden. Andere Leute halten dagegen und sagen, man kann gar nicht genug Wohnungen bauen, sodass die Preise irgendwann wieder von alleine sinken. Man muss vor allem die Preise deckeln. Wie wäre denn deine Sicht auf dieses Stichwort Mietpreise? Was wären da kurzfristig und mittelfristig die Maßnahmen, die wir brauchen, um da eine Senkung oder jedenfalls im Einfrieren der Mietpreise zu erreichen? Na, eine Erhöhung des Angebots hat sicher eine Marktauswirkung, aber das, was wir zurzeit, also in den letzten 5, 6 Jahren beobachten, ist ja, dass selbst dort, wo viel und mehr gebaut wird, vor allen Dingen hochpreisige Wohnungen und Eigentumswohnungen entstehen. Das heißt, das ist gar kein Beitrag zur
Milderung der Wohnungsnot, sondern eskaliert die Situation eher, weil diejenigen, die dann in diese teuren Wohnungen ziehen, lassen eine Wohnung frei, die dann zu hohen Neuvermietungsmieten wieder vermietet wird. Und von daher muss die Antwort auf die Wohnungskrise neben einer Ausweitung der Bestände vor allen Dingen in Mietpreisbindung sein, in Belegungsbindung und in dem Schutz von Mietverhältnissen im Bestand. Also wenn wir uns die Städte als Ganzes anschauen, dann sehen wir, also die ganzen Wohnungsmärkte, dann sehen wir, dass die meisten preiswerten Wohnungen, die gibt es natürlich im Bestand und so viel kann man gar nicht neu bauen, wie man dort schützen müsste. Insbesondere vielleicht nicht zu günstigen Preisen. Deswegen hat sich ja auch die Große Koalition, wenn sie denn tatsächlich kommt, eine Dämpfung des Mietanstiegs auf die Fahnen geschrieben. Insbesondere soll das erreicht werden dadurch, dass die Bindungszeit beim qualifizierten Mietspiegel verlängert wird, aber auch, dass quasi bei Luxussanierungen und mal so ein bisschen reduziert werden soll, nämlich die Modernisierungsumlage soll von 11% auf 8% gesenkt werden und außerdem soll eine Kappungsgrenze eingeführt werden, dass also quasi auch in Euro und Cent die Erhöhung nicht zu hoch ausfallen darf. Denkst du, dass diese Maßnahmen, wie du gesagt hast, die Bestandsmietverhältnisse schützen können? Naja, diese Kappung, die jetzt eingeführt wird, das ist sicher sozusagen ein Novum auch in der Rechtsprechung. Die gilt ja nur in den Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, also da, wo wir sowieso schon ein sehr, sehr hohes Mietniveau haben. Da wird jetzt die Modernisierungsumlage auf 3 Euro pro Quadratmeter gekappt, aber das ist natürlich genau für die Haushalte, für die Modernisierungsmaßnahmen Verdrängungspotenzial darstellen, immer noch zu viel. Ein zweiter Punkt ist, dass diese Reduzierung der Umlage Prozentzahlen von 11% auf 8% des Investitionsvolumens natürlich angesichts der geringen Steuern und Zinsen, die wir zurzeit vorfinden, immer noch viel zu hoch sind. Und Mieterorganisationen haben ja seit vielen Jahren, und auch die letzte Koalition hatte es sogar im Vertrag stehen, gefordert, dass man prüft, ob die Modernisierungsumlage nur für den Amortisationszeitraum gezahlt wird. Das, was wir jetzt haben, ist immer noch dieses sozusagen paradoxe Situation, dass Investitionen für eine Modernisierungsmaßnahme sozusagen nicht nur vom Mieter abbezahlt werden, sondern auch in dem Zeitraum nach der Abzahlung in den erhöhten Mieten zuschlagen und damit einen sehr, sehr langfristigen Profit für die Eigentümerinnen bieten. Jetzt steht auch im Koalitionsvertrag, dass der frei finanzierte Wohnungsbau, also jetzt von Investoren, von mir und dir, von Privatfirmen, Privatmenschen, im bezahlbaren Mietsegment durch steuerliche Anreize gefördert werden soll. Es soll bis Ende 2021, also in 1-2 Jahren, bis zum Ende dieser Regierung, so sie denn zustande kommen, quasi befristete Sonderabschreibungen eingeführt werden. Kannst du mal erklären, was damit gemeint ist und ob das Sinn macht, was der Effekt davon ist? Das ist eine sozusagen Dauerforderung der Immobilienwirtschaft, Bauanreize zu schaffen, dafür auch sozusagen Entgegenkommen in der Mietgestaltung zu gewähren. Und letztendlich bedeutet das, dass in den ersten 5-6 Jahren ungefähr 1/3 der Investitionskosten über Steuererleichterungen vom Staat gezahlt werden. Also diese jetzt versprochenen Steueranreize betragen ungefähr 2 Milliarden Euro pro Jahr, wenn man das mal addiert. Und letztendlich ist es ja sehr vage, was man da als Staat dafür bekommt. Also da wird jetzt von preiswerten Wohnraum gesprochen, ohne dass definiert ist, was das sein soll, ohne dass es eine konkrete Bindungsdauer gibt. Also können dann diese preiswerten Wohnungen auch in den nächsten Jahren durch Mieterhöhungen noch gesteigert werden, kann da modernisiert werden und um 3 Euro erhöht werden. All das ist völlig unklar. Und letztendlich ist so ein typisches Instrument, was sozusagen eher auf die Förderung des freien Marktes als die Förderung von sozialen Wohnbauten oder gemeinnützigen Wohnungsträgern setzt. Und wenn wir das vergleichen, also allein diese Steuervergünstigung für private Investoren, andere haben nämlich gar nicht von der Steuerbegünstigung in dem Fall, also von so einer erweiterten Abschreibung, die die haben einen Umfang von 2 Milliarden Euro und das, was jährlich für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben wird, soll bei 1 Milliarde Euro liegen. Also da sieht man schon diese Schieflage, dass es ein Programm ist, was eher die private Wohnungswirtschaft fördert als den nachhaltigen sozialen Wohnungsbau. Es gibt ja noch 2 andere Maßnahmen, die auch, sagen wir mal, den Erwerb von Wohneigentum erleichtern sollen. Da soll von dieser staatlichen Bank KfW Bürgschaften übernommen werden, also für Leute, die zu wenig Eigenkapital haben, um sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, soll ein Teil eben eine Bürgschaft übernommen werden, falls das irgendwie nicht klappt, dass halt der Staat, die staatliche Bank zahlt.
Und es soll überprüft werden, ob es Freibeträge auf die Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken für Familien geben soll. Also wer ein Grundstück kauft oder ein Haus kauft, der muss halt eine Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist schon je nach Ort ziemlich happig. Und da könnte es einen Freibetrag geben, wenn man zum ersten Mal sich quasi etwas kauft. Fällt das so in dieses Kapitel, wir erleichtern den Wohnungskauf und profitieren tun letztlich die, die verkaufen, kann man das so sagen? Na, die profitieren, also eine Förderung der Eigentumsbildung führt natürlich auch zu sagen, einem Anstieg des Wohneigentums. Das wird zulasten von Mietwohnungsbeständen in den Städten gehen und heizt letztendlich die Investitionsspirale im Bereich der Eigentumsbildung und sagen auch nochmal deutlich an. Und auf der anderen Seite, also diese Einzelinstrumente, die kann man jetzt gar nicht so sehr kritisieren. Also dass es für selbstnutzende Eigentümer einen Erlass von der Grunderwerbsteuer gibt, das ist ein Instrument, was es auch in der Vergangenheit schon gab. Aber mich sozusagen ärgert die Schieflage in diesem ganzen Programm, weil es sozusagen ein Investitions- und Eigentumsbildungsprogramm ist und relativ beschränkte und nicht weitreichende Instrumente für den Mieterschutz bereithält. Hm. Du hast ja schon angedeutet, dass das Geld, das hier investiert werden soll, aus deiner Sicht möglicherweise nicht das bringt, gerade an sozialer Verbesserung, was man sich damit damit erhofft hat. Was wären denn aus deiner Sicht die zielführenden Maßnahmen, um zum Beispiel bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen? Du hast schon gesagt, also bestehende Verhältnisse sollten besser geschützt werden. Das bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf den Bereich Umwandlung in Eigentumswohnungen und Modernisierungskündigungen. Was kann denn sonst der Staat machen oder was könnte der Staat tun, und zwar sowohl auf Bundesebene als auch in den Kommunen, um den Bestand an günstigem Mietwohnraum zu stärken? Na, das, was wir seit vielen Jahren beobachten, ist ja, dass die private Immobilienwirtschaft letztendlich nach durchschnittlichen oder auch überdurchschnittlichen Mietpreisen, also an durchschnittlichen, überdurchschnittlichen Mietpreisen ausgerichtet ist, also um einfach die gängigen Profitmargen dann auch zu erzielen. Und das heißt im Umkehrschluss, wer eine dauerhafte, preiswerte Sozialwohnungsbestände in den Städten möchte, der muss letztendlich auf gemeinnützige Träger setzen, auf welche, die nicht profitorientiert sind. Und für die gibt es bis auf ein sozusagen ganz kleines Programm auch von KfW-Mitteln, die zur Absicherung von Krediten für Genossenschaften gedacht sind, eigentlich kein sozusagen Förderprogramm in diesem Koalitionsvertrag und im Bundestag und auch vom Deutschen Mieterbund ist in den letzten Jahren ja immer wieder gefordert worden, führt die neue Gemeinnützigkeit wieder ein. Also eine Gemeinnützigkeit für den Wohnungssektor, die letztendlich Steuervorteile und auch Fördermöglichkeiten für die Bauträger bereithält, die sich für eine dauerhaft leistbare Wohnungsversorgung zur Verfügung stellen. Und das fehlt massiv. Das heißt, es wird weiter auf den privaten Wohnungsmarkt gesetzt. Und der, das wissen wir aus den letzten Jahren, der bietet gar keine preiswerten Mieten. Der zweite Punkt, der im Koalitionsvertrag völlig fehlt, ist eine Beschränkung der Grund- und Bodenspekulation. Also wir beobachten ja jetzt in den Städten eine massive Preissteigerung beim Handel mit bebauten Grundstücken, also mit Mietwohnhäusern und auch von Leergrundstücken. Und da gibt es außer dieser Einschränkung von den Share-Deals, die bisher da eine Besteuerung schwer machen, im Prinzip gar kein Instrument, was diese Eskalation der Grundstückspreise tatsächlich stoppt. Und da wäre eine sehr, sehr grundlegende Veränderung auch der Berechnung von Verkehrswerten und eine Begrenzung der Verkaufspreise dringend notwendig, weil sonst rennen wir in all den mietrechtlichen und städtebaurechtlichen Instrumenten sozusagen immer dem Erwartungsdruck hinterher, der durch die hohen Preise aufgerufen wird. Also sprich, die Idee ist natürlich, du kannst keine Häuser bauen, wo für 6 Euro den Quadratmeter oder 5 Euro den Quadratmeter, wenn das Grundstück schon exorbitant teuer ist. Sozusagen. Genau, die Grundstückskosten, die verhindern letztendlich einen preiswerten Wohnungsbau und die verhindern im Moment auch, dass all die kleinen sozial orientierten Bauträger, seien es kleine Hausprojekte, selbstorganisierte Baugemeinschaften, Genossenschaften, kommunale Wohnungsunternehmen, überhaupt in die Lage versetzt werden, einen Wohnungsbau mit leistbaren Mieten zur Verfügung zu stellen. Und von daher muss es da tatsächlich eine Einschränkung in diesen Bodenpreisspiralen geben. Das heißt, du würdest sagen, man muss tatsächlich durch staatliche Eingriffe die Preise deckeln, aber wie soll man denn dann Preise berechnen, die quasi gerade noch angemessen sind? Ich meine, das Ziel klingt ja erstmal plausibel, ich stelle mir das aber in der praktischen Umsetzung relativ schwierig vor. Na, im Moment wird beispielsweise bei der Berechnung von Verkehrswerten
davon ausgegangen, dass der Verkehrswert sich danach bestimmt, was auf vergleichbaren Grundstücken an Preisen bezahlt wurde. Das heißt, also wenn ich immer höhere Preise bezahle, dann steigt der Verkehrswert für die entsprechenden Grundstücke. Und ich könnte genauso gut sagen, statt so einer Vergleichswertberechnung werden die Verkehrswerte auf einer Ertragswertberechnung festgesetzt. Also ich zum Beispiel sage, in Städten mit einer Mietobergrenze kann ich ja gar nicht mehr als die Mietpreis X nehmen und davon ausgehend kann ich berechnen, wie teuer das Grundstück maximal sein darf. Mhm. Ja, und diese Berechnungsmethoden bei der Verkehrswertermittlung, das wäre sozusagen ein bedeutsamer Schritt, den ich einführen könnte. Und es würde sozusagen dann das Wirtschaftsstrafrecht letztendlich greifen, die ja schon jetzt sozusagen Spekulation von Preisen, die sehr, sehr weit über die üblichen Verkehrswerte hinausgehen, sozusagen einschränkt. Also ein Stichwort findet sich dazu ja auch in diesem Koalitionsvereinbarung, nämlich Grundsteuer C. Was das genau sein soll, beschreiben die Koalitionäre nicht, aber diese Grundsteuer C soll den Effekt haben, dass Grundstücke als Bauland verfügbar werden. Kannst du was dazu sagen, was damit gemeint ist und ist das sinnvoll? Na, Grundsteuer C ist ein Punkt in der Bodenreform, die schon immer mal wieder auch gefordert wurde. Es ist eine spezielle Grundsteuer auf Grundstücke, die bebaut werden können, aber liegen gelassen werden. Die werden zurzeit sozusagen mit sehr, sehr geringen Steuersätzen belastet. Diese Steuersätze sollen hochgesetzt werden, sodass es einen finanziellen Anreiz gibt, tatsächlich baufähige Grundstücke auch für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Aber solange ich nicht die sozusagen riesigen Ertragssprünge beim Handel mit Immobilien und mit Grundstücken einschränke, wird es nur einen begrenzten Wert haben. Also weil die Steuer wird sicher nicht so hoch angesetzt sein, dass es damit der gesamte Spekulationseffekt aufgefressen wird und tatsächlich so eine Aktivierung hin dazu kommt und wird eigentlich eher dazu führen, dass gerade die kleinen Grundstückshalter ihre Grundstücke an diejenigen, die mehr Geld haben und die auch so eine Steuer verkraften, verkaufen werden. Und ob das tatsächlich die Spekulation mit leerstehenden Grundstücken reduziert, ist völlig unklar. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Gemeinnützigkeit des Wohnungsbaus. Die Idee ist ja, dass man sagt, Wohnungsbau ist eine gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgabe, die eigentlich zum großen Teil auch vom Staat wahrgenommen werden könnte. Jetzt machen das private Leute. Und weil sie eben so eine gemeinnützige Aufgabe machen, die häufig vielleicht auch von Steuern finanziert werden könnte, erlassen wir ihnen diese Steuern sozusagen. Weil wenn wir die Steuern eh für den Wohnungsbau ausgeben würden, dann können wir es auch gleich denen erlassen, die den Wohnungsbau machen. Das ist ein bisschen effizienter. Jetzt gab es das ja schon mal und wurde abgeschafft. Warum hat das nicht funktioniert? Also die Idee ist natürlich, wenn du dann die Steuern nicht zahlen musst, dass du natürlich dann billiger bauen kannst und die Mieten niedriger sind, ne? Ja, und vor allen Dingen geht es darum, eine dauerhafte Verpflichtung für eine leistbare Wohnungsversorgung zu setzen. Also im Moment haben wir ja die Situation, dass wir auch künftig 1 Milliarde Euro pro Jahr ausgeben werden für einen sozialen Wohnungsbau. Was wir dafür bekommen als öffentliche Hand, sind letztendlich 15, 20, vielleicht auch 30 Jahre Sozial- und Mietpreisbindung in den Wohnungen. Nach Ablauf dieser Zeit werden dann die Wohnungen in den freien Markt übergehen. Bei der Gemeinnützigkeit hätten wir sozusagen auf der Seite der Bauträger eine sozusagen festgeschriebene Verpflichtung auf Gewinnverzichte und auch eine festgeschriebene Verpflichtung für eine leistbare Wohnungsversorgung. So, und das ist ein Vorteil, den wir im Moment nicht haben. Und in der Vergangenheit war es so, dass zum Ende der 80er Jahre im Rahmen einer Steuerreform die alte Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde mit der Begründung, dass das eine Steuerverschwendung war. Also damals sind ein paar hundert Tausend D-Mark, paar hundert Millionen D-Mark pro Jahr sozusagen zugunsten dieser Gemeinnützigkeit geflossen und das, was wir an tatsächlicher Steuerverschwendung zugunsten der privaten Wohnungswirtschaft in den letzten 30 Jahren sozusagen aufsummiert haben, übersteigt diese Summen der Gemeinnützigkeitsförderung um ein Weites. Und wenn wir jetzt mal so quasi das Big Picture wagen, ja, also die Pläne der GroKo anschauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Probleme im Wohnungsmarkt, die du ja schon seit vielen Jahren begleitet hast, würdest du sagen, bringt uns die Große Koalition, wenn das alles denn so umgesetzt wird, eine Entspannung? Werden die Mieten sinken? Wird es für Familien leichter, Wohneigentum zu erwerben? Oder siehst du eher ein Weiter-so oder wird alles noch schlimmer? Das ist eher ein Weiter-so und dann sozusagen
rumzwickeln an sozusagen kleinen Stellschrauben. Also das, was in dem Papier deutlich wird, ist ja, also diejenigen, die da diskutiert haben, die sehen schon, dass wir auf Wohnungsnotlagen in den großen Städten zusteuern, aber sie nutzen völlig ungeeignete Mittel, um diejenigen mit den sozusagen größten Wohnversorgungsbedarfen tatsächlich zu erreichen. Ja? Und letztendlich ist eine Eigentumsförderung das, was wir in den Städten mit steigenden Mieten am allerwenigsten brauchen. Also was wir hier brauchen, sind tatsächlich sehr grundsätzliche und langfristige Mietsicherungspolitiken. Das, was wir nicht brauchen, ist einfach nur ein Anheizen des Wohnungsneubaus, sondern was wir brauchen, ist die Erhöhung der sozial gebundenen Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung. Da gehen wir sogar hinter das jetzige Förderniveau zurück, wenn da nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also insofern ist es so der Tropfen auf den heißen Stein und letztendlich sozusagen die Feigheit vor einem Systemwechsel in der Art und Weise, wie Wohnen in unseren Städten organisiert werden soll. Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation. André Holm, Soziologe und seit vielen Jahren intensiv beschäftigt mit Fragen der Wohnungspolitik in Deutschland. Vielen Dank, André, dass du bei uns warst. Bitteschön. Nächstes Thema ist die Gesundheit. Was nicht drin steht, ist die Bürgerversicherung. Das, glaube ich, kann man mal festhalten. Aber trotzdem ist einiges drin, denke ich, was sich die SPD auch auf die Fahnen schreiben kann. Oder? Kann man das so sagen? Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, wie man sieht, Philipp. Was sind denn aus deiner Sicht so die sozialen Bonbons im Bereich Gesundheitspolitik? Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Also das eine, würde ich sagen, ist natürlich wieder die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse, also dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich einen gleichen Anteil zahlen in diese Krankenversicherung. Das war früher mal so, das hat, glaube ich, die SPD hat das abgeschafft auch mit, ne? Oder? Ja. Und jetzt wird es halt wieder eingeführt. Gut. Fehler korrigiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber aus meiner Sicht ist der zentrale Punkt im Bereich Gesundheitspolitik tatsächlich, dass eben nicht nur keine Bürgerversicherung kommt. Ja. Das wäre ja quasi eine Maximalforderung gewesen, dass die vielleicht nicht durchsetzbar ist, d'accord. Es wird aber auch noch nicht mal der Anfang vom Ende der Zweiklassenmedizin eingeleitet. Das heißt also, es gibt überhaupt keine konkreten Schritte, die unterschiedlichen Versorgungsniveaus im Bereich der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung beenden könnten. Das Einzige, was hier beschlossen wurde, ist die Einsetzung einer Kommission. Die soll bis Ende 2019 eine Reform der Honorarordnung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung prüfen. Ja. Und ob dann, das heißt mit anderen Worten, es ist unklar, was die Kommission dann irgendwie findet. Wenn die von allen Parteien paritätisch besetzt ist, wird die im Zweifel mit einem Dissens enden oder mit Wischiwaschi-Thesen. Und dann ist noch die Frage, ob man diese Vorschläge dann überhaupt umsetzt. Denn das sieht man sehr daran, dass die Union ja in diesem Bereich in den Koalitionsverhandlungen eisenhart geblieben ist. Die Union will einfach nichts ändern an diesem bisherigen System von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Im Kleinen allerdings wurden Besserstellungen für Kassenpatienten erreicht. Gegenüber lange Wartezeiten auf Arzttermine etwa sollen verlängerte Medizinersprechstunden helfen. Das heißt, Ärzte sollen verpflichtet werden, in der Woche nicht nur 20, sondern 25 Stunden Sprechstunde anzubieten. Die werden sich bedanken, aber immerhin könnte das theoretisch natürlich dazu führen, dass man leichter eine Sprechstunde bekommt. Und vielleicht ein wichtiger kleiner Schritt zur Stärkung der gesetzlichen Krankenversicherung für Selbstständige, denn bei Selbstständigen gibt es eine sogenannte Bemessungsgrundlage, auf deren Grundlage sich berechnet, welche Krankenversicherungsbeiträge die zahlen müssen. Die lag bislang bei über 2.000 Euro. Das heißt also, wenn man als Selbstständiger in die gesetzliche Krankenversicherung wollte, wurde es richtig teuer. Und diese Bemessungsgrenze wird jetzt gesenkt auf 1.150 Euro. Das ist, denke ich mal, gerade für Selbstständige, die sich gerade erst einen Job aufbauen, realistisch. Eine gute Sache, ne? Finanzierung paritätisch habe ich gesagt. Was noch ein bisschen reingerutscht ist, was mich überrascht hat, was ich ein bisschen merkwürdig fand von der CSU reingedrängt, glaube ich. Es soll, ne, Koalitionsvertrag, Absichtserklärung, soll ein Verbot geben für Versandhandel von verschreibungspflichtigen Medikamenten, um die Apotheken vor Ort zu schützen. Ja. Okay. Aber es wird sicherlich die Preise auch hochhalten. Ja, also ich finde es ganz schwierig, das einzuordnen. Man sieht das ja so ein bisschen im Bereich Amazon. Ne? Was ist die Folge von Amazon? Einerseits ist Amazon wahnsinnig, oder andere Versandhändler, ne, ist wahnsinnig praktisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Leben für normale Buchhändler oder auch für andere kleine Einzelhändler echt nicht leichter geworden. Ne? Und das Angebot an kleineren Läden wird in den Städten jedenfalls nicht größer. Und ich glaube, auf dem Lande ist das auch schon ein großes Problem. Die Innenstädte sterben teilweise aus. Mit anderen Worten, ich sehe das aber nicht eindeutig kritisch. Aber was willst du dann als nächstes verbieten?
Versandhandel von Büchern mit mehr als 200 Seiten? Oder Versandhandel. Weißt du, ich will ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ins Absurde wenden. Man kann natürlich sich jetzt weitere Beispiele vorstellen, wo es absurd wird. Da kann man gerade im Bereich Bücher sicherlich jetzt irgendwie das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber ich finde, man kann schon gute Gründe dafür finden, dass man sagt, wir wollen den Apotheken, die es bislang gibt, so eine Art Mindestumsatz sichern, sodass eben verschreibungspflichtige Medikamente nur vor Ort verkauft werden können. Das führt ja de facto dazu, dass in den Apotheken dann so ein gewisser Mindestumsatz verbleiben wird, und das kann aus meiner Sicht schon auch sozial erwünscht sein, dass einfach in der Fläche die Versorgung durch Apotheken gesichert ist, auch wenn das die Preise hochhält, und dann muss man sehen, gibt es ein großes europarechtliches Problem. Das heißt also, die Frage, wenn man das wirklich gesetzlich verbietet, dann wird das mit Sicherheit vor den Europäischen Gerichtshof getrieben werden, ob das nicht ein Verstoß ist zum Beispiel gegen die Warenverkehrsfreiheit oder die Dienstleistungsfreiheit, das muss man mal schauen. Wenn man das verbieten will. Wenn man das verbieten will. Also mich überzeugt das nicht, ich kann das verstehen, aber ich denke auch gerade für ältere Leute auf dem Land, wenn das Argument ist, wir brauchen da eine Apotheke, ich sehe das so bei meiner Verwandtschaft da auf dem Land, einerseits könnte man sagen, gut, die können sich das dann im Netz halt bestellen, ne, müssen halt nicht mehr das Haus verlassen, und vielleicht wird es auch alles ein bisschen einfacher zu handhaben und sie können es dann auch tatsächlich online bestellen. Andererseits sehe ich aber auch, dass gerade so für das Landleben es schon auch ein wichtiger Faktor ist, ob es so ein bisschen Infrastruktur noch gibt, und da ist die Apotheke im Dorf, die ist ja auch so privaten Gesprächen schon, dass es ein Faktor ist. In dem einen Dorf gibt es dann keine Apotheke mehr, und das ist dann so. Das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende, weißt auch du? Ein bisschen so ein infrastruktureller Abstieg. Ja, könnte man noch mal, also, aber wie gesagt, es wirkt so ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt, und es wirkt so ein bisschen beliebig. Gerade da jetzt reinzugehen, deswegen überzeugt mich das nicht so. Arbeit, ganz wichtiger Punkt, sachgrundlose Befristung war ein ganz zentrales Argument auf dem SPD-Parteitag, so eine Nachforderung, ja, das müsst ihr noch reinbringen, also dass es einfach nicht mehr erlaubt sein soll, Arbeitsverträge zu befristen, ohne dass es dafür eine richtige Begründung gibt. Was ist denn dabei rausgekommen? Da ist wenig bei rausgekommen, muss man deutlich sagen. Es ist, die sachgrundlosen Befristungen bleiben weiter möglich. Und was nur geändert worden ist, ist die Höchstfrist. Jetzt sind die nämlich nur noch für 18 oder sollen die nur noch für 18 Monate statt für 24 Monate möglich sein. Außerdem soll dem Unwesen der sogenannten Kettenbefristungen ein Ende bereitet werden. Das heißt, diese Höchstdauer von 18 Monaten gilt quasi zusammengerechnet auch für mehrere Zeitverträge, und es soll überhaupt nur noch eine Verlängerung möglich sein. Also nicht irgendwie fünfmal oder sechsmal drei Monate, wären ja auch 18. Ne? Das soll nicht gehen, sondern nur eine Verlängerung ist möglich. Und dann ist eine Obergrenze eingeführt worden für große Unternehmen. Also mehr als 75 Beschäftigte bedeutet, dass von denen maximal 2,5% befristet eingestellt werden können. Problem, was ist mit Leiharbeit? Da gibt es natürlich keine Quote, das heißt, man kann weiterhin in die Leiharbeit ausweichen, das scheint mir eine offensichtliche Hintertür zu sein, und außerdem muss man sagen, dass unbegrenzte Kettenverträge und Kettenbefristung auch bislang schon kaum noch möglich sind, das ist nämlich schon durch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte massiv eingeschränkt worden, ich bin kein Arbeitsrechtler, deswegen möchte ich zu den Details lieber nicht Stellung nehmen, ich weiß nur, dass das Problem eigentlich schon durch die Rechtsprechung gelöst war und dementsprechend im Wesentlichen das wohl ins Gesetz geschrieben wird, im Wesentlichen jedenfalls, was bislang schon geltendes Recht ist. Zum Schluss noch Justiz, Inneres, Bürgerrechte. Ja, da muss man natürlich sagen, ist aus meiner Sicht ein besonders wichtiges Thema, auch wenn es vielleicht nicht im Fokus der Aufmerksamkeit der meisten Bürgerinnen und Bürger steht. Da ist auch Licht und Schatten angesagt. Es taucht eine ganze Reihe von Zahlen auf, wie viele Stellen geschaffen werden sollen. Es ist die Rede von einem Pakt für den Rechtsstaat. Ich lese 2000 Stellen in der Justiz, 15.000 Stellen bei Polizei und Justiz, allerdings alles bei Bund und Ländern zusammen. Und da muss man dann immer sagen, eigentlich ist das ja weitestgehend eine Frage der Länderkompetenz und wie da Bund und Länder zusammenarbeiten sollen. Dazu findet sich in dem Papier bislang relativ wenig. Ansonsten, aus meiner Sicht besonders dramatisch, werden es wohl sehr harte Zeiten für die Bürgerrechte. Ja, die Gesellschaft für Freiheitsrechte kann sich freuen, es werden sicher ein paar Klagen nötig werden. Das ist eine Art Subventionsprogramm für uns. Ich kann jetzt nur ein paar Stichworte nennen. Ein einheitliches Musterpolizeigesetz soll erarbeitet werden. Bislang gibt es natürlich in allen Bundesländern eigene. Da soll es jetzt einen Musterentwurf des Bundes geben. Der soll aber ausgerechnet aus dem Hause des Bundesinnenministers kommen. Mit anderen Worten, wir dürfen davon ausgehen, es soll so eine Art Law-and-Order-Gesetz geben, das möglichst harte Standards bundesweit einheitlich durchsetzen möchte. Natürlich kann der Bund den Ländern das nicht vorschreiben, aber es wird einen enormen Druck geben, von diesem bundeseinheitlichen Gesetz dann nicht mehr abzuweichen.
Und aus meiner Sicht bedeutet das im Wesentlichen eine Schwächung der Bürgerrechte, denn das BMI wird da eben die Linie vorgeben und dann wird es auf Landesebene einen enormen Druck geben, das einfach mal so eins zu eins durchzumachen. Ja. Ne? Das heißt also, das ist kein Spaß und vor allem dagegen kann man auch nicht klagen. Das ist das Allerschlimmste, weil so ein einheitliches Bundesmustergesetz nämlich überhaupt gar kein Gesetz in dem Sinne ist. Das ist ja nicht bindend. Ne? Die Landesgesetzgeber sind ja in der Theorie völlig frei. Aber du kannst dann erst klagen, wenn die Länder das verstehen. Genau, du kannst dann gegen 16 einzelne Umsetzungsgesetze klagen, du kannst aber gegen das Mustergesetz als solches nichts machen. Mit anderen Worten, das ist ein richtig perfider Plan, den hatten wir auch schon mal besprochen, aus der Innenministerkonferenz kommt. Die hatten Ende November, Anfang Dezember eine Sitzung, da war uns nämlich auch die Tagesordnung schon zugespielt worden, deswegen haben wir das schon in der Lage erwähnt. Also da müssen wir uns warm anziehen, das wird aus bürgerrechtlicher Sicht, werden das harte Zeiten. Weitere Stichworte, es soll mehr Videoüberwachung auf den Straßen geben, auch intelligente Videoüberwachung. Intelligent klingt erstmal gut, bedeutet aber automatischer Abgleich von Bildern aus Videokameras mit irgendwelchen Bilddatenbanken. Das heißt mit anderen Worten, wenn man da nicht durch gesetzliche Maßnahmen diese Praktiken dramatisch einschränkt, kann man da problemlos Aufenthaltsprofile erstellen. Aber den Banse haben wir heute Morgen am Südkreuz gescannt und den Pankow und dann haben wir ihn noch vor dem Alexa in die Videokontrolle laufen sehen. Finde ich, ja, ich meine mal ganz ehrlich, wir haben heute schon, auch wenn es zurzeit außer Kraft ist, eine Speicherung deiner Aufenthaltsorte über die Handy-Vorratsdatenspeicherung und wenn man nicht aufpasst, dann wird in Kürze die Forderung kommen, Vorratsdatenspeicherung von Videoabgleichsdaten. Lieber Herr Banse, wir wollen nur 4 Wochen gucken, wo Sie so in unsere Kameras gelaufen sind. Da können Sie doch nichts dagegen haben, Sie leben doch dann lieber in Sicherheit. Also mit anderen Worten, das sind Kannst du ja auch Screenshots wahrscheinlich umsonst ausdrücken in der digitalen Verwaltung. Vielleicht muss man dann keine Fotos mehr für den Perso einreichen. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das vorstellt, was da so vorgesehen ist, dann sieht man einfach nur, dass keine der drei an diesem Vertrag beteiligten Parteien es mit den Bürgerrechten furchtbar ernst nimmt. Da hilft dann wahrscheinlich nur das Klagen. Aber ich persönlich, auch wenn es natürlich, wenn ich Vorsitzender einer Vereinigung bin, die sich für Klagen einsetzt oder die Klagen auf den Weg bringt, finde ich eigentlich natürlich aus der demokratischen Perspektive, dass die Bürgerrechte auch im Parlament vertreten sein müssten. Und wenn ich mir dieses Kapitel Justiz, inneres Bürgerrechte anschaue im Koalitionsvertrag, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Na, immerhin gibt es ja auch einen positiven Effekt, das ist ja auch lange gefordert worden, es soll, Koalitionsvertrag, eine Musterfeststellungsklage geben, eigentlich eine ganz gute Aktion, also so, dass nicht jeder Einzelne in bestimmten Fragen im Verbraucherschutz vor Gericht ziehen muss, sondern es ein Sachverhalt gibt und der kann vor Gericht angefochten werden und der gilt dann für alle. Ja. Ne, das ist schon lange gefordert worden von Verbraucherschützern, soll jetzt eingefordert werden. So, was fehlt, das ist natürlich auch wichtig, Bürgerversicherung haben wir gesagt, Einwanderungsgesetz gibt es nicht wirklich, es soll ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz geben, aber das ist eben nur Fachkräfte und wir haben das auch schon in einer anderen Lage gesagt, es gibt heute schon Regelungen, die viel, viel mehr umfassen als Fachkräfte, Studierende, auch Arbeitssuchende, Arbeitslose etc., da gibt es jede Menge Regelungen, da war die Hoffnung, dass es so vereinheitlicht wird, das steht nicht im Koalitionsvertrag und es gibt auch keine wirklich große Steuerreform. Es gibt halt den Wegfall der Soli, kostet 10 Milliarden für viele, eine große Erleichterung, aber es gibt nicht diese Steuerreform, die halt ganz viele Probleme des Steuersystems, haben wir auch schon oft drüber geredet, anfasst. Das gibt es nicht. Also insbesondere keine große Vereinfachung des Steuersystems. Ne? Das heißt also, es bleibt kompliziert, eine Steuererklärung abzugeben. Ich bin auch jedes Mal tagelang mit beschäftigt, muss ich gestehen. Und was mir persönlich auch aufgefallen ist, es gibt das ist ja noch ein kleiner Rückblick auf das Kapitel Bürgerrechte, Justiz, Inneres. Es gibt zum Beispiel auch überhaupt keine Initiative, die Kontrolle der Geheimdienste zu verbessern. Das ist sicherlich jetzt nicht das zentrale Thema, aber im Gegenteil schreibt man sich da selbstgefällig ins Papier, wir haben in der vergangenen Wahlperiode die gesetzliche Grundlage für eine effektive Kontrolle der Nachrichtendienste geschaffen. Und da kann man wirklich nur trocken auflachen. Das ist genau nicht passiert, ganz im Gegenteil. Die Stärkung die Kontrolle der Geheimdienste wurde geschwächt, dadurch, dass man sie noch weiter zersplittert hat und noch weitere Gremien geschaffen hat mit wenig Kompetenzen, das sogenannte unabhängige Gremium in Karlsruhe. Und es gibt einfach effektiv gerade keine Kontrolle und da wird sich wohl auch nichts ändern. Wir haben das Regierungspersonal hinter die Inhalte geschoben, ganz bewusst, weil mich und ich glaube auch dich echt genervt hat in der öffentlichen Berichterstattung jetzt, dass es vor allen Dingen um Personal ging. Das ist natürlich nicht unwichtig, aber es ist hinter die Inhalte doch deutlich zurückgerutscht. Nicht zuletzt verschuldet tatsächlich durch die SPD. Ja, das hat die SPD wirklich kommunikativ völlig verbockt. Über die reden wir gleich noch, aber wir fangen mal mit der Union an. Also Horst Seehofer, ne, bekommt seinen Viertwunsch erfüllt, kriegt das Innenministerium und das Heimatmuseum. Ja. Und ja,
Da finde ich, die hat es alles so gesagt. Heimat ist where the Horst ist. Ja, also das Gute daran ist, wenn Horst Seehofer Innenminister wird, ich, um auch einfach mal so einen Kontrapunkt zu setzen zu meinem Frust da eben zum Thema Innen und Justiz und so, er ist bislang kein ausgewiesener Innenpolitiker. Das ist eine, in diesem Fall eine gute Nachricht, denn man hätte ja auch Joachim Herrmann da hinsetzen können. Ja, das ist immerhin der Mann, der uns diesen Bayern-Trojaner beschert hat 2011 und durch dessen Amtszeit in Bayern sich eine Serie von schwersten Grundrechtseingriffen zieht und ein völliger Mangel an Sensibilität für Grundrechte. Und da muss man sagen, Horst Seehofer ist dadurch bislang nicht aufgefallen. Er war natürlich Regierungschef in Bayern, hat das alles gedeckt, was Joachim Herrmann gemacht hat. Aber er ist nach meinem Kenntnisstand jedenfalls kein krasser Hardliner. Natürlich ist er ein krasser Populist. Ne? Das heißt also, wir werden sicherlich erleben, dass er ständig von Sicherheit und Terror reden wird und damit alles Mögliche fordern wird. Ich will jetzt, weiß Gott, nicht sagen, dass er eine Traumbesetzung für dieses Amt sei. Aber ich glaube, es hätte durchaus schlimmer kommen können. Außerdem, was ich an Horst Seehofer auch immer wieder respektabel fand, ist, dass er ja im Kern von seiner Herkunft her ein Sozialpolitiker ist. Er war viele Jahre für Gesundheit und Soziales zuständig im letzten Kabinett Kohl, wenn mich nicht alles täuscht. Und das könnte vielleicht auch darauf hindeuten, dass er da so ein bisschen ansprechbar ist in dem Bereich. Genau. Und die CDU hat wirklich das Letzte rausgeholt. Ja, sie hat ganz hart verhandelt. Ja. Bis Merkel wird Bundeskanzlerin. Da sind alle ganz stolz drauf. Und dann, aber trotzdem unterm Strich bleibt, die wichtigsten eigentlich Ministerien gehen an die SPD. Auswärtiges, Finanzen, Arbeitssoziales, Justiz an Heiko Maas. Also da, wo sich sozusagen vielleicht die SPD bei den Inhalten nicht ganz durchgesetzt hat, Bürgerversicherung, wir haben es gesagt, das wurde kompensiert mit wirklich wichtigen, wichtigen Posten. Und da brodelt es natürlich in der CDU. Die sind alle relativ stocksauer, auch wenn die das nicht so öffentlich diskutieren wie die SPD. Aber das war doch überraschend, dass sie wirklich viele, viele der Kernressorts kriegen. Unter anderem eben auch Finanzen wahrscheinlich an Olaf Scholz. Das war ja immer bis zuletzt mit Herrn Schäuble ein Unions-, also nicht nur Unions-, sondern auch CDU-Ressort. Und dass sie das abgegeben haben, dass Merkel das abgegeben hat, das hat viele überrascht und in der Union für viel Aufsehen geregt. Ja, also die Süddeutsche schreibt am heutigen Freitag, habe ich heute Morgen gelesen, dass das so ziemlich das Einzige war, wo die SPD ultimative Forderungen gestellt hat. Das heißt also, bei der Ressortverteilung haben sie gedroht, das Ganze platzen zu lassen. Alle inhaltlichen Fragen Schulz waren… Schulz bestreitet das, ja. Aber die Süddeutsche formuliert das so. Die Quellen kann ich natürlich nicht nachvollziehen, das ist nicht angegeben, woher sie das haben. Aber also und Verhandlungskreise und Unionsleaks und so. Also angeblich soll es so gewesen sein, dass die SPD nur bei der Verteilung der Ressorts wirklich hart mit dem Abbruch der Verhandlungen und damit mit dem Scheitern gedroht hat. Na, CSU haben wir gesagt, Heimat geht an Seehofer, Verkehr Digitales, für uns wichtiges Ministerium, soll gehen an Herrn Scheuer. Da weiß ich nicht, das ist, finde ich, ein würdiger Nachfolger für Herrn Dobrindt. Oh Gott, da mache ich mir wenig Hoffnung. Also das, mal sehen. Also da, glaube ich, wird dem Einfluss der Autoindustrie und der Telekom-Lobby kein wirklicher Riegel vorgeschoben. Also würde mich sehr zumindest überraschen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, manchmal wachsen die Leute ja auch über sich hinaus. Ne? Also das klassische Ministerium, wo die Leute ja im Zweifel immer profilierter und irgendwie auch sympathischer rauskommen, als sie reingehen, ist das Außenministerium. Und das hat man ja auch bei Sigmar Gabriel wieder gesehen, der durchaus an Profil gewonnen hat, jetzt einer der beliebtesten, ich glaube sogar der beliebteste Politiker überhaupt ist. Und schauen wir doch mal, wie es bei Verkehr und Digitalem läuft. Also klar, Scheuer ist bislang zum Beispiel auch durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Ne? Wir erinnern uns an den Fußballspielenden ministrierenden Senegalesen, ja, wo er sich gruselt, dass man den nicht mehr abschieben könne. Zitat, das Schlimmste ist ein Fußballspielender ministrierender Senegalese, der uns über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Zitat Ende. Und das ist quasi die Angst vor dem Senegalesen, der sich gut integriert, ja, das steht für sich. Aber ganz ehrlich, vielleicht wächst Herr Scheuer über sich hinaus, denn mal ganz ehrlich, digitale Infrastruktur ist gerade auch in Bayern ein großes Thema. Das hat man bei Dobrindt leider nicht gesehen. Der hat sich, wie gesagt, da von der Telekom und anderen Lobbyisten ziemlich einsacken lassen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ich setze einfach mal drauf, dass Herr Scheuer einfach auch von seinen Kommunalpolitikern in Bayern gelegentlich mal angerufen wird und die sagen, Mensch, jetzt ist mal gut gewesen hier mit eurer Telekom-Politik. Wir brauchen jetzt aber Glasfaser, sieh mal zu, wie du das förderst. So, interessant ist auch, wer keinen Posten bekommen hat. Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn gehen wahrscheinlich leer aus. So heißt es. Also dazu muss man sagen, was offiziell ist, ist der Koalitionsvertrag.
und die Ressortverteilung. Die Besetzung der einzelnen Ministerämter ist bislang im Wesentlichen durchgesickert. Ja, die Listen sind zwar inzwischen in allen Medien einigermaßen konstant, aber das ist bislang, soweit ich das überblicke, nicht offiziell bestätigt. Allenfalls in Ausnahmefällen, also die Personalie Martin Schulz ist offiziell, dass also Sigmar Gabriel nicht mehr Außenminister bleiben soll, da kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten sind die Personalien teilweise noch nicht so ganz bestätigt. Das heißt, was wir hier sagen, ist quasi die aktuelle Presselage. Aber da gab es auch noch Schwankungen. Also zum Beispiel auch bei der SPD hieß es kurzfristig mal, dass Eva Högel, Berliner Innenpolitikerin und Rechtspolitikerin der SPD, das Justizressort übernehmen solle. Ja, da habe ich persönlich sehr aufgeatmet, denn jedenfalls fachlich ist Eva Högel deutlich besser als Heiko Maas. Das kann man, glaube ich, sagen. Ist auch SPD-intern eigentlich nicht umstritten. In den jüngsten Listen stand dann doch wieder Heiko Maas da als Justizminister und Eva Högel sollte dann Arbeit und Soziales übernehmen. Also da, glaube ich, würden sich die Sozialdemokraten einen großen Gefallen tun, wenn sie das tauschen. Also denn das Justizministerium ist bis in der letzten Legislatur sicherlich nicht gerade über sich hinausgewachsen. Ne? Und das haben wir in der Lage in vielen Details diskutiert. Ich halte Heiko Maas für jemand, der sehr, sehr gut Politik verkaufen kann, aber das Haus hat er, glaube ich, nicht so optimal geführt. Genau. Jens Spahn, also Annegret Kramp-Karrenbauer waren Kandidaten für die Merkel-Nachfolge, zumindest so in diesem Kreis wurden sie gehandelt und dass die jetzt komplett leer ausgehen, ja, das kann man wahrscheinlich Merkel ankreiden. Es wundert ein bisschen, dass sie nicht mal jetzt, wo ihr quasi Abgang doch irgendwo am Horizont zu erkennen ist, sich darum kümmert, offensichtlich zumindest auf diese Weise mal Leute in Position zu bringen, die ihr vielleicht nachfolgen können. Also um das noch so ganz bisschen auf den Punkt zu bringen, also man hätte sich ja überlegen können, ob das Angela Merkel einfach ein, zwei Leute als Minister installiert, ein bisschen schaut, wie die sich warm laufen auf der Bundesebene und dann nach ein, zwei Jahren eine geordnete Übergabe der Kanzlerschaft vollzieht. Das wäre ja denkbar gewesen. Dass sie das jetzt nicht tut und eben gerade keine potenziellen Nachfolger installiert in Ministerämtern, das spricht für mich dafür, dass sie einfach wahnsinnig Angst hat davor, dass geputscht wird. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Kommen wir zur SPD. Ich habe es gesagt. Also kurz die Fakten. Ich weiß gar nicht, wie man da anfangen soll. Also Martin Schulz schmeißt hin. Es war wirklich die Pressekonferenz, auf der Andrea Nahles und Martin Schulz eigentlich ihre durchaus sichtbaren Erfolge im Koalitionsvertrag verkaufen wollten, haben sie mit einem wirklich erstaunlichen Akt von Selbsttorpedierung zerstört, indem sie am Ende, Martin Schulz am Ende gesagt hat, ach übrigens, kleine persönliche Anmerkung, noch keine persönliche Note. Ja, ihr habt mich da vor 2 Monaten zum Vorsitzenden zweites Mal der SPD gewählt, aber ehrlich gesagt fällt mir gerade auf, dass es doch ein bisschen viel Arbeit ist und außerdem will ich ja Außenminister werden und diese Arbeitsbelastung und es ist alles also ein bisschen viel. Ich sag mal hier, Andrea soll das machen. So. Und das war so am Rande dieser Presse? Ja, es war am Ende. So, also die haben es erst so ein bisschen vorgestellt, was sie da gemacht haben. Und am Ende sagte so noch kleine persönliche Anmerkung. So, übrigens, ich will diesen Posten nicht mehr haben. Und Nahles stand daneben und hat gesagt, ja, und wir haben es alles besprochen. Und krass. So, jetzt wollen sie halt dem Vorstand das vorschlagen. Da soll es nochmal einen Parteitag geben, auf dem natürlich das nochmal zur Wahl gestellt wird. Aber de facto heißt das, Martin Schulz tritt als Vorsitzender der SPD zurück. Und Andrea Nahles wird wahrscheinlich die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten. Und das hat natürlich alles komplett, das hat diese ganze Diskussion völlig auf diese Personalfrage konzentriert und völlig weg von den durchaus ja beachtenswerten Erfolgen, die Sozis da rausgehandelt haben in dem Koalitionsvertrag. Das verstehe ich nicht. Das ist mir sowas von schleierhaft. Da haben sie schon einiges rausverhandelt. Da haben sie schon einen Koalitionsvertrag, der sich durchaus sehen lassen kann. Ja, vor allem von den Ressorts her. Auch von den Ressorts und aus der Sozenperspektive. Und dann sagen sie, machen sie das. Ich meine, was hält sie davon ab zu sagen, wir machen jetzt erstmal die Abstimmung, wir bringen das Kind nach Hause und dann wechseln wir die Posten. Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist zu sagen, Martin Schulz wollte das quasi den Parteivolk die Ablehnung dieses Vertrages schwerer machen, weil jetzt die Abstimmung nicht nur eine Abstimmung über den Vertrag und ihn ist, sondern eine Abstimmung über den Vertrag und Nahles. Aber wird das denn tatsächlich, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, wenn das Kalkül war, dann hat er sich da verkalkuliert, denn was dabei doch jetzt rauskommt, ist eine Abstimmung über Martin Schulz als Außenminister. Nämlich die Frage, ob man ihm dieses Amt denn tatsächlich jetzt noch gönnen will, obwohl er doch eigentlich immer wieder gesagt hatte, er will in kein Kabinett Merkel. Er hat ja mehreres gesagt. Er hat gesagt, ich mache auf gar keinen Fall eine GroKo.
Und ich mache auf gar keinen Fall Minister in Merkels Kabinett. Das war die Ansage. Und das hat gerade dieses Stichwort No GroKo kam ja nochmal, selbst nachdem Jamaika gescheitert war, gibt es ja einen einstimmigen Beschluss des SPD-Parteivorstands. Und jetzt jedenfalls schmeißt Martin Schulz beide Positionen endgültig über Bord. Nicht nur ist er natürlich jetzt voll auf GroKo-Kurs, sondern er nimmt jetzt auch noch das Außenamt ins Visier und möchte gerne die nächsten 4 Jahre Außenminister werden. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, da ist jetzt einfach so richtig Aufstand in der SPD. Ja, ich glaube, er kann das. Ich glaube, es ist. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, er kann das. Europa, haben wir oft drüber geredet. Das macht er schon. Und ja, das ist ja gerade Europa, ein wenig konfrontatives Ministerium. Mal abgesehen, wenn du noch in die Türkei fährst oder so. Aber das kann er schon. Der Punkt ist nur, wer soll dem noch glauben? Also ich finde, der hat sich so dermaßen desavouiert und es ist so deutlich rausgekommen, dass es ihm nur um seine Person und den Machterhalt geht, weil er hat sich als Vorsitzender wählen lassen. Das hat er nach zwei Monaten wieder hingeschmissen. Er hat gesagt, ich gehe nicht in die GroKo. Ist er doch in die GroKo gegangen, er wollte nicht ins Kabinett, jetzt will er doch ins Kabinett. Also das finde ich, wer soll dem noch glauben? Und dann hat insofern, und nur um den Punkt zu Ende zu bringen, Philipp, wenn das Kalkül war, das so eine Abstimmung über Andrea Nahles zu machen und dann, also die Abstimmung über die GroKo und den Koalitionsvertrag innerhalb der SPD, dann muss ich sagen, das Kalkül geht nicht auf. Niemand verbindet das mit Andrea Nahles. Die ist auch in den GroKo-Verhandlungen nicht so prominent in Erscheinung getreten, dass man jetzt sagen würde, das ist ein Plebiszit innerhalb der SPD über Andrea Nahles. Ganz im Gegenteil, das wird eine Abstimmung werden über das Ergebnis des Vertrages natürlich, aber vor allem eine Abstimmung darüber, ob man Martin Schulz als Außenminister will. Und da muss man sagen, nach allem, was ich in der Presse lese, aber auch was ich selber so höre, gibt es gerade an der SPD-Basis eine tiefe Ablehnung, jedenfalls dieser Moves, die Martin Schulz da gemacht hat und auch eine sehr starke, sehr deutliche Ablehnung seiner Person inzwischen. Und deswegen glaube ich, dass das strategisch der nächste große Fehler war, jetzt schon diese Ämterbesetzung anzukündigen, denn jetzt ist die GroKo-Abstimmung im Grunde belastet mit der Frage, wollt ihr Martin Schulz als Außenminister? Und zum Ablauf, ich glaube, das wird jetzt abgestimmt werden irgendwann und ich glaube, Anfang März soll das Ergebnis vorliegen. Ne? Ja, ganz genau. Ne? So ist es geplant. Dazu hat die SPD auch festgelegt, wer denn eigentlich alles mit abstimmen darf, nämlich die Leute, die bis zum 6. Februar 18 Uhr aufgenommen worden sind. Da haben wir auch ein paar Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, die den Eindruck hatten, also die frisch beigetreten waren der SPD, die den Eindruck hatten, dass sie da so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit unschönen Methoden daran gehindert wurden, rechtzeitig aufgenommen zu werden. Da wurde irgendwie am Morgen des 6. wenige Stunden vor Aufnahmestopp wurden dann noch irgendwelche Fragen per E-Mail geschickt, so Art Gewissensfragen, die man noch beantworten sollte vor der Aufnahme. Und so. Also hat ein Hörer uns geschickt. Wir haben jetzt da keine Statistiken. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Kritik da vergleichsweise überschaubar. Das scheint irgendwie fair gelaufen zu sein. Viele Ortsverbände haben sogar Sonderschichten geschoben, um die Leute noch aufzunehmen. Also das hat, glaube ich, im Großen und Ganzen geklappt. Per Saldo, ich glaube, etwa 24.000 Neuaufnahmen in den letzten Wochen. Und jetzt muss man einfach abwarten. Ich habe noch keine Abstimmungsunterlagen bekommen. Mal schauen. Also irgendwann per Post. Weil du ja SPD-Mitglied bist. Genau, ich darf mit abstimmen, das kommt jetzt reingeflattert. Aber also, was passiert jetzt mit der SPD? Abstimmung hin oder her? Martin Schulz will den Staffelstab an Andrea Nahles übergeben als Parteivorsitzende. Und das ist insofern interessant, weil sich das ja auf dem Parteitag schon angekündigt hat und weil, das war auch so eine kleine These, die wir hier mal ausgebreitet haben, weil es natürlich jetzt interessant ist, auch vor dem Hintergrund dieser Abstimmung, denn es ist offen, wie sich die Sozen entscheiden werden. Ja, gibt unterschiedliche Einschätzungen. Niemand weiß es genau. Es gibt, glaube ich, auch, soweit ich weiß, keine Umfragen und so, keine validen, belastbaren. Das heißt also, wenn die zustimmen, gut, dann gibt es halt eine GroKo. Nahles ist nicht im Kabinett. Wahrscheinlich Schulz dann Außenminister. Aber was passiert eigentlich, wenn sie es ablehnen? Und da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. Und wir haben das ja letztes Mal auch schon angedeutet. Ich glaube, und du hast es ja auch beschrieben mit diesem dritten Weg, ja, es gibt dann nicht automatisch Neuwahlen. Ganz im Gegenteil, der Weg zu Neuwahlen ist sehr kompliziert. Ist extrem kompliziert. Bottom line ist, was wir ja auch mehrmals schon beschrieben haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass Merkel will das nicht mit der Minderheitsregierung, aber ich könnte mir gut vorstellen, es gibt diese Option, dass SPD einen Kanzlerkandidat, eine Kanzlerkandidatin aufstellt. Schulz hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, aber Nahles, glaube ich, hätte die Chuzpe und den Wumms, sich dahin zu stellen und zu sagen, Merkel, du willst keine Minderheitsregierung, dann kandidiere ich eben. So, und entweder ich werde dann gewählt, dann ist sie halt auf einmal Bundeskanzlerin einer Minderheitsregierung, oder sie zwingt Merkel so doch zu regieren, weil
dass sie der SPD einfach die Kanzlerschaft überlässt, ist kaum vorzustellen. Aber das fände ich ein sehr interessantes Szenario und ich glaube, Nahles würde das machen. Ja, ich habe zugegebenermaßen aus der Bundestagsfraktion gehört, dass Andrea Nahles intern schon mehrfach gesagt hat, sie will das nicht. Aber ganz ehrlich, wenn das muss sie jetzt ja auch sagen, taktisch, weil sie ja momentan noch für die GroKo werben muss. Aber wenn die GroKo tatsächlich nicht kommt, weil die SPD-Mitglieder das ablehnen, dann denke ich auch, dass Andrea Nahles einfach die Schuzpe hat. Und ganz ehrlich, Martin Schulz hat sich selber total abgeschossen. Das heißt also, er ist einfach nicht mehr der Mann, der da in Frage kommt, dass die Fraktion ihn aufstellt, sondern das ist jetzt in der Tat Andrea Nahles. Und wir haben das gehört auf dem SPD-Parteitag, da hat sie eben diese Rede gehalten. Wie viel Einfluss die jetzt wirklich hatte, wissen wir nicht, aber jedenfalls wurde sie als eine starke Rede wahrgenommen. Sie ist ein bisschen als Kämpferin wahrgenommen worden. Und sie könnte auch trotz der Belastung durch die ganzen GroKo, sag ich jetzt mal, durch die GroKo-Mitwirkung, könnte sie auch noch leidlich plausibel, sagen wir mal, einen Aufbruch der SPD hin zu wieder mehr sozialer Gerechtigkeit verkörpern. Ne? Also viele in der SPD-Spitze sind ja sehr beschädigt, aber Andrea Nahles hat eine langjährige Karriere gilt immer noch irgendwie als links in der SPD und ich denke deswegen, dass sie ist natürlich kein Neuanfang in dem Sinne, aber von dem gegenwärtigen Führungspersonal ist sie doch eine von denjenigen, die noch inhaltlich jedenfalls als vergleichsweise sozialdemokratisch wahrgenommen wird. Ja, und ich finde auch habituell, man mag ihre Art zu reden nervig finden. Ja. Aber sie ist eine Kämpferin. Aber sie ist eine Kämpferin und ich finde, man nimmt ihr die Energie und den Enthusiasmus schon ab, den man bei Martin Schulz komplett verliert. Also den gucke ich an bei seiner Pressekonferenz und ich denke, das ist bei der Beerdigung seiner Oma. Ja, so verkündet er diese Dinger. Und ich glaube vor allem auch, wir haben ja ganz häufig kritisiert, dass viele Leute in der SPD-Spitze gar nicht mehr so richtig wissen, wofür das eigentlich alles gut ist, was sie quasi inhaltlich erreichen wollen, außer GroKo oder Ministeramt. Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass es Andrea Nahles schon auch noch um die Sache geht. Also ich kann das nicht so richtig beweisen, aber das ist jetzt eher so eine Frage von Bauchgefühl und Glaubwürdigkeit. Ich glaube schon, dass sie tatsächlich noch ein Ziel hat, nämlich dieses Land ein bisschen sozialer zu machen. Dafür hat sie irgendwie gekämpft seit Juso-Zeiten. Insofern haben wir da so, oder habe ich jedenfalls den Eindruck, ja, wenn es jetzt tatsächlich keine GroKo gibt, dann wird sie sich vermutlich aufstellen lassen. Ja, die hat ja auch eine ganze Reihe von Gesetzen durchgekämpft als Arbeitsministerin. Ja. So, ne? Ich kann mir das gut vorstellen. Und so, das ist ja zu erheblichen Teil auf ihr Mist gewachsen. Also ich bin da auch sehr gespannt. Das heißt nicht, dass ich die toll finde und bla bla bla, aber ich glaube, als Option für die SPD wäre das eine Sache und die könnte das machen. Und ich will nicht sagen, es mehren sich die Stimmen in der CDU, aber zumindest wagen sich mal ein, zwei aus der Deckung von ihren Hinterbänklern, von ihren Hinterbänken. Von den hinteren Plätzen im Bundestag. Von den hinteren Plätzen im Bundestag sagen so, hey, hallo. Hallo, dritter Weg, es gibt doch noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Das finde ich so interessant. Ja, seit der Bundestagswahl ist im Grunde dieses Stichwort Minderheitsregierung immer verschwiegen worden, so als sei das irgendwie Tabu und Baba. Und zwar sowohl von Angela Merkel, als auch von der SPD, als auch von der Union im Übrigen. Das heißt also, alle haben irgendwie dieses Thema total gemieden, aber so ganz langsam tritt zumindest mal auf den Plan diese Möglichkeit. Ja, das ist ja immerhin eine verfassungsrechtliche Möglichkeit, die man ernst nehmen muss. Und dazu haben wir, wie gesagt, jetzt einen O-Ton von einem Unionsbundestagsabgeordneten rausgesucht, Christian von Stetten. Na, es war jetzt zum Schluss die letzte Möglichkeit. Mir wäre eine andere Regierung lieber gewesen. Und wir werden ja jetzt sehen, wie die SPD entscheidet. Im schlimmsten Fall werden die sie ablehnen. Dann gibt es die Möglichkeit von Neuwahlen oder eben auch von einer Minderheitsregierung. Und da muss ich sagen, eine Minderheitsregierung hätten wir natürlich die Chance, wieder Profil zu zeigen. Sowohl die Union in der Regierung wie auch die SPD in der Opposition. Und dann wird es wieder Konjunktur geben und die Leute würden wissen, wer für was steht. Ja, so viel vielleicht zu dieser Regierungsbildung als abschließendem O-Ton. Wir haben jetzt noch, die Zeit müssen wir uns, glaube ich, nehmen, einige Korrekturen anzuführen. Genau. Ihr habt gerade basierend auf der letzten Sendung doch euch zahlreich zu Wort gemeldet und einige größere und kleinere Fehler von uns zu Recht angemerkt. Oder auch einfach auf Fragen geantwortet. Oder wir hatten Fragen ja bestimmte Sachen auch offen gelassen. Genau. Einfach. Und das sollten wir jetzt am Ende nochmal machen. Genau. Zum Beispiel Stichwort Familienzusammenführung. Da gab es ja einen Deal zwischen den GroKo-Verhandlern und den hatten wir in der letzten Woche. Und da gab es auch schon einen Beschluss des Bundestages. Dazu hatten wir uns geäußert. Zunächst mal zur Sprache. Da gab es den wichtigen Hinweis von Anna in unseren Kommentaren zur Lage. Wie gesagt, freuen wir uns immer sehr, wenn ihr auf unserem Blog lagedernation.org kommentiert. Da gab es den Hinweis von Anna, und dass es sich bei dem Schlagwort subsidiär Schutzberechtigte um einen bürokratischen Monsterbegriff handelt. Da hat sie einen sehr spannenden Blogpost verlinkt von Erik Flügge, einem Kommunikationsberater. Und der macht deutlich,
Subsidiär Schutzberechtigte sind zuallererst mal Menschen, die von Folter und Tod bedroht sind. Und durch diese bürokratische Sprache, subsidiär Schutzberechtigte, werden sie entmenschlicht und es fällt nämlich auf diese Art und Weise viel leichter, ihnen gegenüber fies und gemein zu sein. Und das finde ich einen total wichtigen Hinweis. Der Erik Flügge, wie gesagt, ist quasi professioneller Sprachberater und er macht deutlich, wie die Bürokratie durch die Einführung dieses Schlagwort subsidiär Schutzberechtigte diese Menschen ein Stück weit entmenschlicht hat und es einfach viel leichter gemacht hat, ihnen weh zu tun. Er sagt dazu, das ist jetzt ein O-Ton von dem Blog von Erik Flügge. Es ist wie so oft in der politischen Debatte der letzten Jahre. CDU und CSU sind bei weitem sprachsensibler als die SPD-Funktionäre. Die Konservativen wollen keinen Familiennachzug für von Tod und Folter bedrohte Menschen. Und damit das die Bevölkerung auch so sieht, nutzen die Konservativen seit dem Wahlkampf nur noch den Begriff subsidiär Schutzberechtigte. Ein brillant einfacher Plan. Man benennt Menschen, die Menschen gerne schützen wollen, einfach so um, dass man sie nicht mehr retten möchte. Und das ist, also, ne, dieses Prinzip, politische Ziele zu erreichen, indem man Menschen, sagen wir mal, entmenschlicht, indem man ihnen andere Begriffe verpasst, das reicht sehr weit. Das reicht von, dieses Prinzip erkennen wir hier. Die Nazis haben damit auch gearbeitet, ja, dass sie halt Juden und allen Menschen, die sie irgendwie nicht mochten, die haben sie halt irgendwelche Bezeichnungen gegeben, haben sie mit Tieren verglichen etc. Der Effekt ist immer der, dass Empathie nachlässt, dass sie entwürdigt werden, dass es leichter wird, ihnen Unrecht anzutun. Ja. So, ne? Ich will das jetzt hier nicht mit Nazis vergleichen, aber diese Funktion von Sprache bei der Durchsetzung politischer Ziele ist extrem wichtig. Guter Hinweis. Vielen Dank, Anna, für diesen Tipp. Dann gibt es eine weitere Unschärfe in der letzten Folge und da haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Die Drucksache 19439 wurde in der Tat beschlossen, so wie wir es gesagt haben. Sie enthielt auch den Kompromiss zum Familiennachzug. Wir hatten allerdings ja letztes Mal gesagt, dass quasi die Abschaffung des Familiennachzugs drinsteht, aber nicht die Regelung, dass 1.000 pro Monat nachziehen dürfen ab dem Herbst. Das stimmt zunächst mal nicht, denn diese Drucksache 19439 wurde mit einem komplett anderen Inhalt beschlossen, als sie zunächst hatte. Das ist ganz lustig, läuft im Bundestag so, dann beschließt man zwar eine Drucksache, aber in der Fassung eines Änderungsantrags. Und wir hatten in der vergangenen Folge nicht darauf hingewiesen, dass die Drucksache 19439 mit einem anderen Inhalt beschlossen wurde, wegen dieses Änderungsantrags. Insofern war die Info schief an der Stelle. Entweder stand das nicht in der Tagesordnung des Bundestags, wo wir es am Freitag recherchiert haben, oder wir hatten Tomaten auf den Augen, haben es nicht gesehen. Insofern entschuldigen wir uns dafür, dass wir nicht ausdrücklich auf den Änderungsantrag hingewiesen haben. Aber die gute Nachricht ist, inhaltlich macht es in diesem Fall gar keinen Unterschied. Denn es stehen zwar in der geänderten Fassung die 1.000 Leute pro Monat ab, ich glaube, August drin, aber diese Tausenderregelung gilt nicht unmittelbar, sondern nur, das ist der letzte Satz dieses Änderungsantrags, nach Maßgabe eines noch zu beschließenden Bundesgesetzes. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die brillanten Strategen bei der Union, und das meine ich jetzt nicht ironisch, die sind einfach ganz, ganz großartig, wenn es darum geht, ihren Willen durch die Hintertür durchzusetzen. Ja, die brillanten Strategen der Union haben sich hier scheinbar auf einen Deal mit der SPD eingelassen, den dann aber eben mit dieser Fußangel versehen, ja, sodass es in der Praxis eben gerade noch keine Tausenderregel gibt, genau wie wir es gesagt haben. Also wir waren quasi textlich so ein bisschen auf dem Holzweg, aber im Ergebnis stimmt es doch wieder. Das heißt, die Union sitzt jetzt am längeren Hebel. Solange es kein Bundesgesetz gibt, kein weiteres noch zu beschließendes Bundesgesetz, das diese Tausenderregel auch tatsächlich umsetzt, gibt es nämlich keinen Familiennachzug. Und damit ist unsere politische Bewertung trotzdem richtig. Die SPD hat sich über den Tisch ziehen lassen. Die Union sitzt hier am längeren Hebel. Und dann außerdem zu dieser Tausenderregel gab es noch ein spannendes Hörerfeedback. Wiederum, das war jetzt eine E-Mail, da hat uns nämlich eine Hörerin geschrieben, hat uns ein Lagebild geschickt und außerdem schreibt sie arbeitet, ich anonymisiere das mal so ein bisschen, bei einer deutschen Botschaft und bearbeitet viele Anträge auf Familienzusammenführung, darunter auch immer wieder einige, die keinen Flüchtlingsstatus haben, sondern, sie verwendet auch diesen Begriff, nur subsidiär schutzberechtigt sind. Und sie fragt sich, wie soll denn eigentlich diese Grenze von 1.000 Familienangehörigen, subsidiär Schutzberechtigter, pro Monat in der Praxis umgesetzt werden, denn diese Visa werden ja von den Auslandsvertretungen erteilt. Sie fragt sich, ob dann jede Auslandsvertretung ein Kontingent hat, also quasi ein paar Visa, die sie verteilen dürfen, oder ruft dann die Botschaft in Stadt X kurz in der Botschaft Y an und fragt, hey, wie viele Plätze gibt es denn noch zu vergeben, oder koordiniert das Auswärtige Amt? Fragt sie sich, weiß sie nicht, aber jedenfalls macht das deutlich,
dass diese Tausender-Regel letztlich erst dann wirkt, wenn es auch dann quasi ein funktionierendes Verwaltungsverfahren gibt. Und sie sagt, bislang ziehen sich diese Visa-Anträge über viele Jahre. Das heißt also, sie glaubt, so lese ich aus ihrer E-Mail erstmal nicht, dass diese Tausender-Regel so schnell wirkt, selbst wenn sie in Kraft gesetzt wird. Dann hatte ich mich in der letzten Lage noch vor dem Hintergrund dieser doch, wie ich finde, erheblichen Bonuszahlung von 1 Milliarde Euro, die sich die Manager der Deutschen Bank und ihren Angestellten, den Führenden, genehmigen, bisschen polemisch darüber echauffiert und gefragt, ob denn das Investmentbanking überhaupt irgendwas taugt, ob irgendwie eine gesellschaftliche Funktion zu erkennen ist, das sei doch alles Mist und völlig überflüssig, war bewusst polemisch, um euch auch ein bisschen zu kitzeln und herauszufordern, da mal Stellung zu beziehen und mir auf die Sprünge zu helfen. Das hat auch funktioniert, Ulf. Ja, das muss man so sagen. Ja, wie gesagt, das war bewusst polemisch formuliert. Ich habe da ja auch so ein bisschen in diese Kerbe geschlagen. Also zum einen, weil wir von euch was hören wollten und zum anderen aber auch, weil das in Lage live war. Man muss halt echt sagen, also das vielleicht mal so ganz generell, in der Lage live sind wir immer so ein ganz kleines bisschen krachlederner. Aber ich glaube, das ist einfach so an der Bühnensituation geschildert. Und ehrlich gesagt, wollen wir das auch gar nicht ändern. Das wird dann nicht immer alles so hundertprozentig sauber und scharf sein und präzise. Das kann es aber auch nicht, weil es einfach in der Bühnensituation sonst nicht funktioniert. Und das Feedback, das wir bekommen, ist, dass viele Leute das zur Abwechslung mal ganz cool finden, wenn wir so etwas mehr die Rampensau geben. Insofern seht es uns nach, wenn in der Lage live vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen ist. Wir haben ja auch viele Sendungen, die wir quasi im Studio aufnehmen. Aber auch zum Thema Investmentbanking, wie gesagt, eine Korrektur. Ich hätte gesagt, Körperschaftssteuer 25%, das stimmt nur im Ergebnis. Tatsächlich ist es so, dass die Körperschaftssteuer 15% ausmacht. Hinzu kommt aber noch in aller Regel die Gewerbesteuer und im Ergebnis liegt man dann bei 25-30% Steuerbelastung für Unternehmen. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu diesem gesellschaftlichen Nutzen. Da gab es ja doch viele Kommentare dazu. Was standen da drin? Ja, ganz genau. Also wir wussten ja beide nicht so ganz genau und da kamen einige Stichworte. Es kam viel Kritik, dass wir da zu hart waren mit den Investmentbankern, aber in der Sache waren die Argumente, M&A finanzieren, ja, also Firmenkäufe auf also Deutsch, Mergers and Acquisitions, ja? Genau. Firma A will Firma B kaufen, das muss irgendwie finanziert werden, wenn sie das Geld nicht auf dem Konto hat, dafür sind Investmentbanker wichtig. Generell wurde gesagt, Wirtschaftsförderung, das haben wir ja schon gesagt, dass es in der Marktwirtschaft eben so ist, wenn man sein Unternehmen erweitern will, muss man im Zweifel einen Kredit aufnehmen, das ist so und das natürlich ist das eine Rolle, die das Investmentbanking spielt. Ist dann, das so? Naja, du… Oder so Anleihen sind das dann aber. Na, das hängt, letztlich hängt es von der Definition des Investmentbankings ab. Das ist, das war ja in der letzten Folge auch nicht so hundertprozentig scharf. Wir dachten ja eigentlich eher daran, dass Banken selber Handel an der Börse spekulieren. Ja, die haben eine eigene Abteilung und da sitzen Mitarbeiter und kaufen spielen und zocken und… Ja, und da ist dann auch die Zocken ist schon mal sehr die Frage, ob man das so nennen kann. Auf jeden Fall ist die entscheidende Frage, mit welchem Geld sie denn eigentlich dann an der Börse zum Beispiel arbeiten, ob das das eigene Geld der Bank ist oder ob das Einlagen von Kunden sind. Jedenfalls generell Wirtschaftsförderung kann ein Sinn und Zweck sein. Und zwar, da braucht man unter Umständen Investmentbanking, um Risiken zu neutralisieren. Da hat man mir erklärt. Mhm. Ja, macht aus meiner Sicht auch jedenfalls primär mal Sinn. Und dann hat jemand das mal so ein bisschen runtergebrochen, was ich fand. Investmentbanking, beim Investmentbanking schreibt uns jemand, geht es ganz einfach darum, einer hat Geld, ein anderer braucht es und die treffen sich dann nicht in der Kneipe um die Ecke, sondern es geht darum, dass jemand quasi als Vermittler zwischen diesen beiden notwendig ist, damit irgendwo Vertrauen im Spiel ist und damit keiner, wie der Hörer schreibt, grob verarscht wird. Also Investmentbanking als Relais, ja, als Vermittler zwischen jemandem, der Geld hat und es anlegen möchte und jemandem anders, der Geld braucht, weil er zum Beispiel seine Firma erweitern will. Und dann letzter Punkt, der so ein bisschen in Richtung Risikominimierung geht. Der gesellschaftliche Mehrwert, den ihr vermisst, zeigt sich in der Unterstützung der Wirtschaft. Also zum einen bei Transaktionen, aber auch bei der Absicherung von Unternehmen gegen Preisschwankungen, bei Währungen, Rohstoffen und so weiter, um die Planungssicherheit zu gewährleisten oder auch bei der Übernahme und Zusammenführung von Unternehmen. Ja, für den einzelnen Endverbraucher kommt hier nichts direkt dabei rum, aber durch eine gestärkte Wirtschaft und Arbeitsplätze profitieren alle. Letzter Punkt zur sogenannten Zockerei, was wir so als Zockerei genannt haben, quasi der Eigenhandel von Banken, dass sie mit eigenem Geld spekulieren, das gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Das sind wohl, so hat man mir geschrieben, Reformen seit der Bankenkrise vor einigen Jahren, dass man also fast alles sei Kundengeschäft. Wir haben auch übrigens, das fand ich sehr spannend, mehrere E-Mails von Insidern bekommen, die selber in Banken tätig sind, die fand ich bemerkenswert selbstkritisch waren. Viele sagten, es ist unglaublich viel Schindluder getrieben worden und es geht auch heute noch vieles schief, aber der Punkt war, es gibt schon auch gesellschaftlichen Sinn von Investmentbanking. Insofern haben wir das jetzt hoffentlich so ein bisschen gerade gerückt.
Okay, so viel vielleicht zum Feedback von der vergangenen Sendung. Wir haben ein bisschen mehr Feedback eingebaut, einfach auch um euch zu zeigen, dass uns das sehr wichtig ist, was ihr uns in die Kommentare schreibt. In diesem Sinne, kommentiert gerne weiter auf unserem Blog unter lagedernation.org. Und ich denke, damit, Philipp, haben wir für diese Woche die Lage der Nation abschließend erörtert. So wie wir das versuchen, jede Woche zu machen. Wir danken euch fürs Zuhören, danken euch für die zahlreichen Kommentare und auch ein paar Sternchen beim iTunes. Und würde ich sagen, da verbleiben wir bis zur nächsten Woche. Wünsche euch viel Spaß, schönes Wochenende, bleibt uns gewogen, spread the word und bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.